ganze Stadt brennt immer noch lichterloh. Das Wochen, nachdem Güldenstern Babylon angezündet hat. Die Leute versuchen schon gar nicht mehr, das Feuer zu löschen. Aber tausende Tote, nur weil dieser Wahnsinnige ein schlechter Verlierer ist. Ach, es ist geschehen. Und weitere Gedanken an das Unglück sind verschwendete Lebenszeit. Vater, du wirkst schwach. Du solltest dich auf das Schiff begeben. Lieber nicht. Der gute Alfred würde mir Bettruhe verordnen. Und dafür habe ich keine Zeit. Außerdem ist mein Brotkorb noch voll. Danke. Oh, gütiger Herr Silberstern. Danke. Danke. Wer auf jeden Fall etwas Erholung braucht, wäre die liebe Samantha. Tut mir leid. Ich fühle mich einfach nur erschöpft und... Das ist doch nur zu verständlich, Liebes. Du bist durch die Hölle gegangen. Geht am besten auf das Schiff zurück. Es wird Zeit, dass ihr euch mal Urlaub gönnt. Urlaub? Jetzt? Ich mag zwar nicht mehr der Jüngste sein, aber ich kann die Situation hier sicher alleine regeln. Danke für das Brot. Danke, vielen Dank. Urlaub. Oh, wie verlockend. Und ich weiß auch schon, mit wem ich ihn verbringen werde. Ich muss deine Hoffnungen da leider zerschmettern, Alessia. Ich werde ebenfalls eine kleine Reise unternehmen und Artemis dabei selbst benötigen. Dann komme ich einfach mit. Nein, du wirst hier gebraucht. Diesmal darfst du dich wirklich um die Familienbelange kümmern. Und vor allem um Alfred. Ihm geht es wirklich nicht gut. Was können die Diener erledigen? Die werden Romeo und Samantha begleiten, zu ihrem Schutz. Boah. Ohne meinen Artemis? Ohne meine Diener? Na gut, wir können dir vielleicht zumindest ein paar hier lassen. Außerdem hast du deine Katzen. Die sollten ausreichen. Das ist nicht dein Ernst. Oh, es ist dein Ernst. Carlos und Biscuit können dir Gesellschaft leisten. Ich verzichte. Fein. Ah, ich sehe, dass eure Brotkörbe auch leer sind. Dann schlendert doch etwas herum. Es gibt hier schon wieder ausreichend Stände und Händler. Ein kleiner Bazarurlaub. Immerhin. Ein kleiner Urlaub. Oh, ich bin mir sicher, dein Herz lodert heftiger für mich als diese Flammen. Nun gut. Bis bald. Ich habe viel kommen sehen, Romeo. Das muss man in meiner Position. Aber dass deine Schwester sich einmal verliebt, das kommt selbst für mich unerwartet. Ach, glaub mir, wir waren alle genauso überrascht. Vielleicht ist es jetzt der falsche Zeitpunkt, aber... Ich weiß, wo das Thema hinführen wird. Wir werden bald darüber sprechen. Versprochen. Gut. Aber jetzt geht auch etwas bummeln und vertreibt euch die Zeit. Du hast meinen Vater gehört, Samantha. Dann mal los. Vielleicht lenkt mich das wirklich ab. Menschen immer noch so nah am Feuer verbleiben. In der Nacht wird es kalt. Das Feuer wärmt sie. Komm an meine Seite. Du fühlst dich so gut an. Mit einem hat mein Vater auf jeden Fall recht. Wir sollten uns eine Auszeit nehmen. Eine Auszeit? Urlaub? Oh, eine gute Idee. Da laust mich doch der Affe. Wenn dich der Affe laust, dann hast du ihn ganz sicher nicht von mir. Und wenn doch, eine Rückgabe ist ausgeschlossen. Gibt es doch tatsächlich Händler, die geben mittlerweile so etwas wie eine Garantie. Wow. Wie kommt man denn auf so etwas Dummes? Ich kenne diese Gestalt doch irgendwoher. Das will ich aber nicht hoffen. Albina, das ist ihm der Name. Händler. Mit den Besten der Besten der bestesten Produkte. So gut, dass man keine Garantie braucht. So fulminant, dass das Beste sogar nur durch eine Steigerung des Superlativs beschrieben werden kann. Wolltest du nicht einmal meine Freundin im Austausch für deine Waren? Oh,
da musst du dich irren. Und wenn doch, ich nehme eben Qualitätsware. Und manchmal gibt's Rabattpreise bei mir. So wie auch heute. Und was bietest du heute so Fulminantes an? Das hättest du ihn nicht fragen sollen. Eine Urlaubsreise. In den Kerker? An einen Ort der Erholung. Auf der Streckbank? Mit unfassbaren Attraktionen. Kakerlaken? Eigentlich wollte ich den Urlaub auf einer Inselgruppe anpreisen mit klarem Wasser und paradiesischen Zuständen. Aber wenn ein Kerkeraufenthalt euch lieber ist... Natürlich nicht. Nur, wie soll ich das ausdrücken? Wir machen uns Sorgen um den Wahrheitsgehalt deiner Anpreisungen. Da kann ich abhelfen. Momentchen mal. Dieser Kastenwagen ist bestimmt voller Schrott. Vielleicht sollten wir jetzt abhauen, während er in seinem Durcheinander... Zu spät. Meine Kugel der Vision. Damit kann ich euch die Insel zeigen. Tatsächlich. Ich kann die Insel in der Kugel sehen. Ich bin genauso überrascht wie du, Sam. Schaut sie euch an. Eine große Insel und um sie herum Dutzende von kleinen Inseln. Auf der großen ist ein Vulkan. Erloschen seit Jahrhunderten. Und ich verspreche euch, er wird auch ganz sicher nicht von alleine ausbrechen. Auf den kleinen Inseln sind Hütten mit schönen Sandstränden. Damit Paare sich endlich ausreichend Ruhe gönnen können und abschalten von dem Grauen dieser Welt. Delfine schwimmen majestätisch durch das Wasser. Und dieses Paradies wird euch ganz neue Horizonte eröffnen. Ein ungeahntes Abenteuer. Und ja, was? Ja, wo ist der Haken? Wie viel kostet das Ganze? Nicht viel. Gar nicht viel. Auf der Insel gibt es ein seltenes Vulkangestein. Und davon hätte ich gerne ein paar klitzekleine Steinchen. Mehr nicht. Und wie kommen wir an diesen Ort? Kein Problem. Hier habt ihr eine Karte. Mit praktischen Beschreibungen der Umgebung. Und auch hier 2 Tickets. Auf Wiedersehen. Oh, ich sehe es los. Warum so eilig? Siehst du einen Kunden, den du betrogen hast? Sehr witzig. Der Mann sollte mal Geschäfte mit Güldenstern machen. Das würde ich ihm gönnen. Ihnen beiden. Seine Laune dürfte so oder so nicht gerade auf dem höchsten Stand sein. Graf Güldenstern! Was ist los? Ich genieße mein Büro gerne alleine. Vor allem, wenn auf der Tür steht, bitte nicht stören. Aber immer mehr Kunden sind in der Bank und möchten unsere Währung gegen Gold, Wertgegenstände oder die Silbersternwährung tauschen. Wenn das so weitergeht, dann sind wir bald pleite. Sag ihnen einfach, sie sollen sich mit unserem Papiergeld zufrieden geben und damit hat es sich. Das wird nicht funktionieren. Ich habe mein Bestes gegeben. Wie ich Inkompetenz hasse. Dann werde ich das wohl selbst übernehmen müssen. Werde ich endlich bedient? Ich will mein Geld. Wir alle wollen unser Geld. Ich hoffe, ich kann Ihnen helfen. Was ist denn genau das Problem? Keiner will die Güldenstern-Geldscheine. Niemand traut den Scheinen. Was will man auch erwarten, wenn sich der Besitzer unter einer Maske versteckt? Dieses Misstrauen. Nun gut, meine Damen und Herren, man soll mir nicht nachsagen, ich richte mich nicht nach den Wünschen meiner Kunden. Wie viel Bargeld habt ihr denn? 200 Stern und 40 Gülden. Ordentlich. Wie viel Silbersternscheinchen bekommt der Mann dafür? 182,92. Worauf wartet ihr? Los, bereitet die Zahlung vor. Sicher. Hier. Wie war doch Ihr Name? Fröhlich. Das ist aber ein passender Name. Ich erweise Ihnen die Ehre, das Geld hinter dem Tresen zu zählen. Das ist doch nicht nötig. Nötig nicht. Aber eine Selbstverständlichkeit. Nicht, dass uns noch ein Fehler unterläuft. Damit alle anwesenden Damen und Herren unseren guten Kundenservice genießen können. Nun gut, aber könntet ihr eure Hand von meinem Hinterkopf nehmen? Ich fürchte, das ist nicht möglich. Oh,
Ihr zittert vor Aufregung und Freude. Wie erfreulich, wie fröhlich. Da wird aber jemand seinem Namen gerecht. Zählen Sie doch bitte die Scheine. 10 Stern? 20 Stern? Sie müssen mit dem Kopf näher, sonst erkennen Sie doch nicht die Brillanz dieser Scheine. Die schöne Verarbeitung. 30 Sterne? 40 Sterne? Ich beschleunige das einmal. 50, 60, 70, 80! Auf 3 Stern! Hören Sie doch auf! Sie schlagen dem Kunden die Zähne aus! Und seine Nase, sie ist zertrümmert! Oh, Moment. Ich stopfe ihm noch das Geld in die Taschen. Dann noch ein Treuebonus. Und dann wird er noch zur Tür gebracht. Öffne die Tür. Los! Auf Wiedersehen! Und beehren Sie uns bald wieder. So. Wer möchte noch Geld umtauschen? Niemand? Oh, ich verstehe. Sie wollen alle mehr einzahlen oder umtauschen. Das ist natürlich toll. Anders wäre das ja auch beleidigend, einfach hier aufzutauchen ohne einen Geschäftshintergrund. Graf Güldenstern, was soll ich jetzt machen? Siehst du doch, die Kunden warten. Alle wollen einzahlen. Ich wünsche jetzt bitte nicht, in meinem Büro gestört zu werden. Sicher, Graf Güldenstern. Rosenkranz. Da möchte man seine Ruhe haben und dann das. Ich bin auf Anweisung des Kardinals hier. Und was will seine Erhabenheit? Gute Nachrichten. Die Führung der Silbersterns trennt sich für einige Zeit. Wie das? Romeo und Samantha machen einen Entspannungsurlaub. Das nützt uns wenig. Sakram Silberstern ist zurück und dann gibt es noch den alten Butler. Der alte Mann hat sein Unternehmen fest im Griff. Silberstein Senior ist mit anderen Dingen beschäftigt. Dieser Thor sucht nach dem Konzil der Elemente. Dieses Kindermärchen? Sei versichert, es ist kein Kindermärchen. Auch die Kirche sucht es seit Jahrhunderten, ohne Erfolg. Kindermärchen, sage ich doch. Wie auch immer. Doch auch ohne Silberstern Senior weiß selbst der Butler, das Geschäft zu führen. Der alte Butler macht es nicht mehr lange. Unseren Berichten zufolge macht ihm das Alter zu schaffen. Schwer zu schaffen. Seine Stimme ist kraftlos. Schwach. Es trifft sich gut. Sehr gut. In der Tat. Der Kardinal wünscht nämlich, dass sich deine Ressourcen auf die Verteilung der von Karloff erstellten Droge fokussieren. Hier muss ich leider ablehnen. Verteilt sie bei den Andachten als Hostien und etwas Wein dazu. Damit ist das Problem gelöst. Dem Kardinal werden deine Widerworte nicht gefallen. Er ist nicht gerade zufrieden über deine letzten Amtshandlungen. Babylon in Schutt und Asche gelegt, Stadträte ermordet. Das war meine Stadt. Ich war Graf dieser Stadt. Ja, du warst der Graf der Stadt. Einer Stadt, von der nichts mehr übrig ist, weil du sie bis auf die Grundmauern niedergebrannt hast. Deine Währung erfreut sich nicht gerade größter Beliebtheit, geschweige denn deine Person. Der Kardinal hat verständliche Gründe, dass er nicht nur etwas ungehalten ist. Zudem ist Karloff noch immer verschwunden. Die Kirche hat mit ihm einen mächtigen Verbündeten verloren. Sobald das Silberstern-Imperium zusammenbricht, wird er Freudentränen weinen. Und wie soll das so plötzlich geschehen? Ich werde ihr System zum Einsturz bringen. Ich habe einen Plan. Der Kardinal erwartet deine Ausführungen persönlich. Sollte das stimmen, wird er hocherfreut sein. Ich weiß es nicht, dass wir wirklich zu dieser Insel geflogen sind, die dieser windige Händler vorschlug. Es geht mir aber deutlich besser, Romeo. Ich spüre hier keinerlei negative Resonanzen. Der Einfluss des einen scheint nicht hier hinzureichen. Na, dann werden wir sicherlich eine erholsame Zeit haben. Seid gegrüßt in unserem Urlaubsparadies. Mein Name ist Ricardo. Die Familie Silberstern beehrt uns. Welche Überraschung! Damit haben wir nicht gerechnet. Überraschung? Tja. Ich wusste es. Dieser vermaledeite Händler. Eigentlich haben wir gebucht. Habt ihr?
Davon wissen wir nichts, aber ihr seid natürlich willkommen. Wir bezahlen das Ganze selbstverständlich. Bezahlen? Das ist doch nicht nötig. Eure Anwesenheit allein ist schon Belohnung genug. Und eine Erwähnung in eurer Zeitschrift über diesen idyllischen Ort würde uns besonders freuen. Ich zeige der Dame und dem Herrn gerne persönlich die Zimmer. Unsere Diener benötigen auch noch Unterkunft. Sicher, sicher. Wie groß ist euer Stab? Phoebe, wie viele Diener sind eigentlich mitgekommen? Alle. Oh, oh, da weiß ich, wer jetzt sauer sein wird. Oh! Ihr wolltet mir ein paar Diener hier lassen! Wo zur Hölle sind die denn? Soll ich jetzt alles selber putzen, oder was? Für so viele Diener findet sich sicher auch Platz. Aber eben auf einer Nebeninsel. Diener sind hier unnötig. Sie können sich vollends auf die Erholung und ihren Urlaub konzentrieren. Wir haben nur eine Bitte. Das Luftschiff muss verschwinden. Es stört das Gesamtbild. Natürlich. Wird sofort erledigt. Und nun kommt. Ich werde euch jetzt zu eurem Domizil bringen. Wie schön es hier ist. Und dieser gigantische Vulkan. Er ist für die ganzen heißen Quellen hier verantwortlich. Dennoch kann es in der Nacht durch die Meereswinde und Strömungen sehr kalt werden. Wir können uns den Vulkan morgen genauer ansehen. Bitte unterlassen Sie das. Gelegentliche Steinschläge und austretendes Magma sind sehr gefährlich für unsere Besucher. Bitte folgen Sie auch nur den ausgewiesenen Wegen. Die sind sicher. Romeo, sieh! Eine Baumhaussiedlung. Dort finden Sie das Restaurant und die anderen Gäste. Hier werden Aktionen und Spiele geplant. Aber gehen wir doch erst zum Strand. Ein Paradies. Ein Märchen aus weißem Sand und glasklarem blaugrünen Meer. Das mag sein, aber passen Sie dennoch im Wasser auf. Manchmal verirrt sich neben den Delfinen der ein oder andere Hai hierher. Vor allem bei der Grotte auf der Ostseite der Insel sollten Sie nicht tauchen. Das Haiaufkommen ist dort besonders stark. Scheint eine gefährliche Insel zu sein. Nur wenn man sich nicht an die Regeln hält. Steigen Sie bitte in das Kanu. Dort vorne ist Ihre eigene kleine Insel. Sie können das Boot jederzeit nutzen, um zur Hauptinsel zu fahren. Aber bitte tun Sie dies nicht bei Nacht. Jederzeit nutzen. Nur nicht bei Nacht. Ich verstehe schon. Es lauern Gefahren. Ja, die Insel ist noch relativ wild und unerschlossen. Vor allem aber sind wir nicht in der Lage, in der Nacht jemanden zu retten. Ein Albtraum würde sie eine Strömung erwischen und auf das offene Meer tragen. Wir sind da. Ihr Gepäck wird zu Ihrer Hütte gebracht. Sobald eine Glocke ertönt, ist das Abendessen bereit. Frühstück und Mittagessen kann auf Bedarf aufgetragen werden. Meist wollen die Urlauber sich selbst darum kümmern. Bei dem, was wir alles noch machen wollen, werden wir sicher einen Riesenhunger haben. Güldenstern, du solltest es wirklich beherzigen, meinen Wünschen nachzukommen. Und vor allem solltest du mich nie wieder auffordern, dich aufzusuchen. Das würde mir nicht in meinen kühnsten Träumen einfallen. Aber die ganzen Geschenke, die ich euch machen wollte, kann ich unmöglich mit mir führen. Geschenke? Geld. Sehr, sehr viel Geld. Um genau zu sein, seid ihr damit der reichste Mann des Landes. Eure Währung ist nutzlos. Niemand will sie verwenden. Keiner traut ihr. In den meisten Geschäften wird nur die Silbersternwährung akzeptiert. Genau. Deswegen gibt es eben sehr viel Silbersternscheinchen für euch. Wie viele? Ich weiß gar nicht, ob diese hohe Stellenzahl schon einen Namen hat. Mir nach. Im Keller der Bank findet sich das Geld. Graf Güldenstern, wir drucken jetzt schon seit Tagen. Die Keller sind überfüllt. Selbst die auswärtigen Lagerstätten sind überfüllt. Wir können unmöglich mehr drucken. Oh, oh, ich sehe eure Eminenz. Erhebt euch, Diener. Eure Demut erfreut. Habt ihr also euren Segen gegeben? Das beruhigt uns. Manche von uns hatten schon ein schlechtes Gewissen, um ehrlich zu sein. Natürlich hat der Kardinal seinen Segen gegeben. Das habe ich doch bereits gesagt.
Und jetzt holt all eure Kollegen. Der Kardinal möchte euch belohnen und segnen. Sofort. Was führt ihr im Schilde, Güldenstern? Rosenkranz, ich bräuchte kurz eure Unterstützung. Nochmals, was führt ihr im Schilde? Geduld. Hier sind sie, meine Kollegen. Gut, dass ihr euch niederkniet. Schließt die Augen und empfangt den Segen des Kardinals. Möchtet ihr jetzt den Segen aussprechen? Was soll das? Sie wussten zu viel. Wie ihr seht, haben wir hier genug Geld, damit ihr als reichster Mann des Landes geltet. Wobei, ich meine, die Kirche natürlich. Das bringt uns nichts. Jeder, der das Geld genau untersucht, wird feststellen, dass es gefälscht ist. Die meisten werden das sehen, was sie sehen wollen. Und ihr, als gnädiger Verteiler des Geldes, erntet Beliebtheit. Aber die Folgen werden für die Silbersterns dramatisch sein. Das Geld wird schließlich bald keinen Wert mehr haben, wenn selbst der ärmste Bettler sich alles leisten kann. Und dann ist die gesamte Silbersternwährung nichts mehr wert. Güldenstern, ich bin überrascht, sehr überrascht. Diese Genialität hätte ich euch gar nicht zugetraut. Damit werden wir sicher den Sieg davontragen. Diese Narren. Sie glauben, mich bezwungen zu haben. Ahnen nicht einmal, dass ich unter ihnen lauere. Meine Armee wächst stetig und beständig. Und der Tag meiner vollständigen Rückkehr ist nahe. Und was ist, wenn uns Alessia Silberstern dazwischenfunkt? Auch wenn die anderen nicht vor Ort sind, sollten wir sie nicht unterschätzen. Diesem Problem können wir ganz einfach ausweichen. Gerade jetzt, da sie getrennt ist von all ihren Unterstützern, sollten wir sie endlich aus dem Weg schaffen. Du kennst doch das Geheimnis der verlassenen Santa Maria-Kathedrale? Natürlich. Ihr wollt doch nicht... Wenn das misslingt, geben wir den Silbersterns ein sehr mächtiges Werkzeug in die Hand, das selbst die Kirche stürzen könnte. Keine Sorge. Damit das nicht geschieht, werdet ihr euch selbst darum kümmern. Der Anfang vom Ende der Silbersterns hat heute begonnen. Romeo, wie schön es hier ist. Die Sterne, der Mond und die Glühwürmchen tauchen alles in atemberaubende Schönheit. Aber nichts ist schöner. Psst. Ich weiß. Dann ist ja gut. Hoffentlich kriegen wir noch was zu essen. Wir haben den ganzen Tag verschlafen. Zum Glück ist der Weg mit Fackeln beleuchtet. Dort vorne, die sehen aus wie... Imker in weißer Arbeitskleidung. Die tragen sie vermutlich wegen der vielen Moskitos hier. Willkommen! Das Essen ist bereits seit langer Zeit angerichtet. Bitte begeben Sie sich zur Aufzugsplattform. Sogar ein Aufzug. Spannend. Endlich. Die Silbersterns erweisen uns die Ehre. Die meisten Gäste sind schon gegangen, aber es ist immer noch ausreichend Speis und Trank für euch vorhanden. So viele bunte Früchte. Und es gibt auch Kokosnüsse. Oh, das sieht so lecker aus. In der Tat. Liebe geht also wirklich durch den Magen. Romeo, alle schauen dich an. Klar, ich bin schließlich ein Silberstern. Ich glaube, du wirkst eher wie jemand, der noch nie Essen gesehen hat. Jetzt bin ich satt. Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, aber darf man sich zu Ihnen setzen? Natürlich. In diesem Falle werde ich meine alten Knochen auch mal zu Ihnen bewegen. Normalerweise möchten Liebespaare ihre Ruhe.
Wir haben hier genug Zeit, die wir alleine verbringen können. Etwas Gesellschaft ist immer gern gesehen. Den Rest des Tages sind wir ja auf unserer eigenen Insel. Ja, es war echt nett, von euch so spät zu kommen. Haben wir doch gern gemacht. Es ist ja genug zu essen da. Ach, er weiß es nicht. Was weiß er nicht? Meine Dame, lassen Sie mich das aufklären. Es kommt gelegentlich vor, dass wir ein besonderes Gericht oder Getränk auftischen. Und dieses wird per Los entschieden. Wirklich? Und was hat es damit auf sich? Ich denke, wir werden heute eine Ausnahme machen und Sie als Ehrengast dürfen es direkt auskosten. Sozusagen hat sich das Los automatisch für Sie entschieden. Das ist sehr nett, aber ich bin voll. Randvoll. Dann trifft es sich gut, dass es diesmal in Form eines Tees serviert wird. Riechen tut es auf jeden Fall gut. Aber wie es sich für einen Gentleman gehört, darf meine liebe Sam das Getränk kosten. Sicher? Nun gut. Hier. Passt aber auf, es ist sehr heiß. Aua! Diese Panne tut mir leid. Das ist mir sehr peinlich. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Aber nein, Sie müssen doch nicht als Gast und dazu als Ehrengast die Scherben aufheben. Zu schade. Da kommt man beinahe in Versuchung, den Boden abzulecken. Vielleicht bekommen wir ein anderes Mal die Gelegenheit, den Tee zu probieren. Etwas Geduld. Dann kommt sicher jeder in den Genuss dieses Vergnügens. Man muss einfach nur einen längeren Aufenthalt buchen. Oh, ich verstehe. Eine gute Strategie, um die Einnahmen zu erhöhen. Ich denke, es wird jetzt Zeit, dass wir uns zu unserer Insel begeben. Es ist gefährlich, allein unterwegs zu sein. Am besten, Sie werden von einem unserer Mitarbeiter begleitet. Ach, keine Sorge. Unsere Insel ist nah, der Vollmond scheint hell. Ich denke, das schaffen wir allein. Dennoch werde ich Sie zumindest zum Boot bringen. Also, die Herren und Damen, es war nett, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wir haben uns jetzt gar nicht vorgestellt. Die Familie Silberstern muss sich ja sicher auch nicht vorstellen. Mein Name ist Joy. Ich bin Maggie. Das ist die Abkürzung für Margaret. Mein Name ist Kate. Dann bis zum nächsten Mal. Wir wünschen einen schönen Abend. Hier sind wir aber wohl behütet. Sie flankieren uns mit Fackeln und Kanus bis zur Insel. Besonders redselig sind sie allerdings nicht. Aber für unsere Sicherheit ist in der Tat gesorgt. Romeo, irgendwas stört mich hier. Ach, schalt doch einfach mal ab. Wir sind gleich in unserer Hütte. Da weiß ich dich schon abzulenken. Aber, Romeo, das Getränk, das uns angeboten wurde. Er sagte, es ist heiß. Aber als ich die Scherben anfasste, war die Tasse kalt. Du machst dir zu viele Gedanken. Wir sind im Urlaub. Schließlich war das Getränk heiß und nicht die Tasse. Und bitte denk daran, verlass die Insel nur am Tage. Es ist gefährlich in der Nacht. Natürlich. Danke, sichere Rückfahrt. Wo? Was machst du? Meine Dame natürlich zu ihrem Gemach tragen. Na dann nur zu. Du weißt, einem die negativen Gedanken zu vertreiben. Wir setzen mit dem Luftschiff schon auf dem Wasser auf. Das ist die Absicht. Der Zeiger weist nach unten. Ist das Schiff überhaupt wassertüchtig? Das werden wir gleich merken. Es wäre aber ein lausiges Schiff, wenn es das nicht wäre. Ah, warum diene ich dir eigentlich? Weil die Bezahlung gut ist und weil ich dir ein Versprechen gegeben habe. Güldensterns Kopf gehört dir. In der Tat, die Bezahlung ist formidabel. Dafür kann man schon mal nass werden. Festhalten! Danke, dass du mich gehalten hast. Du solltest die Wunde verarzten. Dein Arm blutet stark. Ach, das heilt schon von alleine. Normal interessieren mich die privaten Belange meiner Auftraggeber nicht. Schon gar nicht ihr Gesundheitszustand. Und das macht dich so wertvoll. Normalerweise. Aber ein Teil eurer Haut hängt aus eurem Ärmel. Ah, unangenehm. Dann schauen wir doch mal. Das
Das Fleisch. Es verfault. Das solltest du eigentlich nicht sehen. Die Familie der Silbersterns hat auch ihre Geheimnisse. Du hast bestimmt schon von unserem Fluch gehört. Jener, der euch jung sterben lässt? Jung im Aussehen, aber gesegnet mit der Weisheit des Alters. Meine Zeit ist bald gekommen. Und bevor das geschieht, will ich das Konzil der Elemente finden. Dann solltet ihr euch beeilen. Eurem Zustand nachzuurteilen, bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich arbeite daran, Artemis. Das Eintauchen haben wir überlebt. Aber was suchen wir unter der Meeresoberfläche? Einen weiteren Konzilwächter. Den vorletzten. Unter Wasser? Wir können unter Wasser nicht kämpfen. Du kannst unter Wasser nicht kämpfen. Ich schon. Wo müssen wir hin? Folge dem Peilsignal. Wie kam es eigentlich zu dem Fluch? Wie kommt es zu einer Sache? Ursache und Wirkung. Warum hast du Güldenstern so? Er hat meinen Bruder umgebracht und mich verblutend liegen lassen. Tja, und eines Tages bist du bei mir gelandet. Ursache und Wirkung. Die Familie Silberstern war nicht immer reich. Um es genau zu sagen, unser Dynastiegründer war ein einfacher Bauer. Aber Abraham Silberstern wollte mehr. Und so schloss er einen Pakt. Mit dem einen? Mit dem einen. Und was war der Bestandteil dieses Paktes? Er wurde reich und blieb äußerlich jung. Und im Gegenzug? Details. Unnötige Details. Ich möchte dir nicht den Schlaf rauben. Das Peilgerät. Die Frontscheinwerfer auf volle Stärke. Eine riesige Krabbe. Nicht nur eine riesige Krabbe. Schau mal, was auf dem Rücken reitet. Blaue Gestalt. Da haben wir doch unseren Konzilwächter gefunden. Oder er uns. Die Krabbe dreht sich zu uns. Wenn uns seine Scheren erwischen, war es das. Verdammt. Setz die Hülle unter Strom. Es hilft nichts. Wir werden bald wie eine reife Frucht zerquetscht. Dann hält das Schiff das nicht mehr aus. Zünde die Torpedos, alle. Es ist zu nah. Wenn wir das tun, könnten wir das Schiff beschädigen. Zündet die Torpedos! Ich begebe mich zur Schleuse. Der Druck bringt euch um. Ich dachte eher, ich bringe unsere Gegner um. Verdammt! Alesha wäre ziemlich sauer, wenn ich nicht zu ihr zurückkehre. Wenn die Torpedos nicht bald fliegen, dann geschieht das auf jeden Fall. Ja. Neben dir zu liegen, die Hitze in deiner Brust zu spüren und... Aber... Du musst es nicht aussprechen. Bei dieser Hitze ist das unmöglich. Und das, obwohl der Ventilator läuft und die Meeresbrise kalte Luft zu uns trägt. Kannst du schlafen? Oh, nicht wirklich. Weißt du, an was mich das erinnert? Als wir gemeinsam in der Nacht noch das Kloster unsicher gemacht haben, wer hätte gedacht, dass ich mich mal in dich verliebe? Ich hab das die ganze Zeit schon gewusst. Oh, du bist wirklich erwachsen geworden, Romeo. Vielleicht liegt das irgendwie auch an dir. Und weißt du, was ich besonders an dir liebe? Sicher, dass wir jetzt beide aufstehen, uns ein Kanu schnappen, die Warnhinweise ignorieren und ein Mitternachtspicknick auf der anderen Insel machen. Stand in der Broschüre nicht etwas von schönen, einsamen Buchten? Und einem Wasserfall in der Nähe des Vulkans. Das liebe ich so an dir. Dann nichts wie los. Ist jemand zu sehen? Nein, um die Uhrzeit werden alle schlafen. Hast du alles dabei? Decke, Essen, Wein und dich. Alles perfekt. Und niemand steht Wache. Siehst du das? Obwohl der Mond ziemlich hell scheint, ist das Wasser rabenschwarz. Man sieht nicht, was sich darunter befindet. Oh, schon etwas seltsam. Welches Domizil wollen wir aufsuchen? Den Wasserfall am Vulkan oder die einsame Insel? Frage. Ich bade ungern in einem Meer, in dem man nicht sieht. Kleine Romeo-Leiner da, was endlich anknabbern könnte. Also das Meer. Aber du tauchst zuerst ins kühle Nass. Zu gerne.
Wie du weißt, gehen Hexen bekanntlich nicht unter. Romeo, dort vorne sind Fackeln. Ich bewege das Boot etwas weiter nach rechts. Pass nur auf, dass du nicht über das Riff kommst. Die weite See ist mir dann doch zu gefährlich. Gut, die Fackeln sind im Dschungel verschwunden. Und wir haben Glück. Siehst du diese kleine Bucht da vorne? Umgeben von hohen Felsen. Ganz viel Gebüsch und Wald hinter dem weißen Sandstrand. Paradiesisch. Ich denke, wir haben unser Ziel gefunden. Romeo, siehst du das? Überall kleine Gesteinsfelsen, die aus dem Wasser ragen. Ein kleines Riff. Ich passe auf. Du musst noch besser aufpassen. Das erste Leck haben wir schon. Mir scheint es, dass am Tag das Wasser höher ist. Das hört sich nicht gut an. Vielleicht sollten wir umkehren. Besser nicht. Wir sind bald durch. Wir haben es geschafft. Das Kanu nicht. Es ist voller Löcher. Ich paddel schon wie wild. Dann paddel mal. Ich warte am Strand auf dich. Jetzt werden wir sehen, wer auf wen wartet. Gleich da. Gleich. Du hast verloren. Und was bekommt die Siegerin? Eine Umarmung und... Boah, bist du aber kalt. Das Wasser ist doch kälter als erwartet. Am besten ziehe ich die Kleidung aus. Oh, keine Einwände. Mach du dich auch frei. Warum denn? Meine Kleidung ist nicht nass. Willst du nicht eine Runde mit mir schwimmen? Und was ist, wenn in dem Wasser ein Monster lauert? Vielleicht wird es dich dann vernaschen. Ja, es ist eiskalt. Jetzt sei doch kein Spielverderber. Bin ich nicht. Ich schaue mir nur das Kanu an. Das muss ich schließlich reparieren, wenn wir nicht zurückschwimmen wollen. Robin! Hier im Wasser ist etwas. Komm schnell her! Auf solche Tricks falle ich nicht herein. Robin! Verdammt! Sam! Sam! Was geschieht da unter Wasser? Lichtkugel! Sam! Sam! Hier! Romeo! Ich hab dich! Schnell zum Strand! Was zur Hölle war das? Irgendwas ist da. Etwas Dunkles. Etwas Böses. Verdammt! Du zitterst am ganzen Körper. Romeo, da ist etwas Böses im Wasser. Beruhige dich. Du stehst unter Schock. Hier, nimm meine Kleidung. Ich hole etwas Gestrüpp und mach uns ein Feuer. Nimm dir auch die Decke, sie hält dich warm. Was war das im Wasser? Ich weiß es nicht. Irgendwas hat mich gestochen. Da kam eine Welle negativer Emotionen über mich. Kann es sein, dass du auf einen giftigen Seeigel getreten bist? Ist um meine Beine geschwommen. Die Bucht ist von Felsen umgeben. Dort hinauf zu klettern ist zu gefährlich. Für die Höhlen neben der Bucht ist es zu dunkel. Lässt sich das Kanu reparieren? Schwierig. Wir könnten die Löcher stopfen. Aber ich möchte kein Risiko eingehen, falls dort wirklich etwas Gefährliches auf uns lauert. Am besten wir warten bis zum Morgen. Ob wir Ärger bekommen? Wo denkst du hin? Wir könnten sie eher verklagen, dass sie hier keine Schilder aufgestellt haben. Du bist unverbesserlich. Und Romeo, dort im Wald, das sind doch... Was hat uns noch gefehlt? Raubtieraugen. Sie funkeln im Mondlicht. Los, zum Boot. Langsam. Kannst du erkennen, was für Tiere es sind? Keine Ahnung. Das ist dabei egal. In dieser Bucht finden sie bestimmt nicht viel zu fressen. Und als Delikatesse möchte ich nicht enden. Das Boot ist immer noch voller Löcher. Repariere es notdürftig mit Stofffetzen deiner Kleidung. Ich habe eine andere Idee. Ich könnte es mit meinen Hexenkräften versuchen. Egal was, tu es. Es soll nur schnell geschehen. Es sind immer mehr Konturen zu erkennen. Das muss eine ganze Horde sein. Und das Feuer wird immer schwächer. Das
Boot ist fertig. Steig ein. Ich schiebe das Boot an. Oh, geschafft. Wir sind auf dem Wasser. Diese Biester bleiben immer noch in dem Waldstück. Wir haben Glück. Mach etwas langsamer. Wie die Dame befiehlt. Romeo, siehst du das dort vorne? An den Steinen? Das sieht aus wie ein... ein menschlicher Körper. Ich weiß, ich werde es bereuen. Ich weiß, dass er schon tot sein wird. Aber... wir werden trotzdem nach dem Rechten sehen. Das werden wir. Machen wir es morgen früh, ist die Leiche sicher verschwunden. Wir haben Glück. Wir sind noch nicht angegriffen worden. Ja, bald sind wir wieder in diesem kleinen Riff, das die Bucht durchschließt. Dann sollten wir in Sicherheit sein. Verdammt. Die Leiche wurde ins Wasser gezogen. Direkt neben dem Kanu. Es ist etwas vorbeigehuscht. Es wird vermutlich versuchen, auch uns zu fassen. Nicht mit mir! Romy, ein Tentakel schnellt aus dem Wasser! Ja. 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 Es greift nach mir! Es greift mich! Ich. Ja. Was ist das für ein Licht? Verdammt! Sam, sie nutzt ihre Hexenkräfte! Schnell auf das Boot! Das hat ihm eine Lektion erteilt! Nicht wie weg! Schließe die Schleuse, Artemis! Wird gemacht! Du wirst mein Reich nicht betreten! Zu gerne! In meinem Reich fällt mir das Kämpfen einfacher! Was hast du in deinen Händen? Du! Erkennst du deine Gefährtin? Sie stellte sich dir auch in den Weg. Das Wasserwesen ist in der Schleuse. Schauen, wie es ihm schmeckt, wenn das Wasser abgepumpt wird. So nicht! Verdammt, er ist entkommen! Die Schleuse ist zerstört. Es ist jetzt unmöglich, das Schiff zu betreten. Das ist auch nicht nötig. Und es ist besser so. Verschwinde von hier! Diese Krabbe ist immer noch nicht bezwungen. Lass das meine Sorge sein! Die Krabbe flieht! Besser, wenn wir auftauchen. Ihr könnt unmöglich mit der Geschwindigkeit dieses Tieres mithalten. Was zur Hölle? Silberstern schwimmt so schnell wie ein Delfin. Ticker, wie groß sind die Schäden? Noch unter Wasser bleiben können. Weitere Schäden und futsch! Und futsch. Herrlich. Will dieses Biest nur hin? Ach, verdammt! Sie tauchen in diese unterirdischen engen Höhlen. Da wird es schwer sein zu navigieren. Ach. Besser Autopilot zur Kollisionsvermeidung anmachen. Es gibt einen Autopilot? Da. Der Autopilot funktioniert nicht. Kaputt. Alles machen du kaputt. Du bist keine große Hilfe, Ticker. Ich reparieren schon. Beeile dich. Uns durch dieses Höhlensystem zu navigieren, ist kein Zuckerschlecken. Ich denke, dieser Bastard versucht, uns in eine Falle zu locken. Silberstern sehe ich noch. Aber wo ist die Krabbe? Es wird heller. Immer heller. Überall riesige Muscheln. Das ist eine Unterwasserstadt. Willkommen zu deinem Ende, Silberstern. Der Hinterhalt mit deinem Haustierchen wird dir nicht gelingen. Er ist nicht für dich bestimmt. Für dich habe ich eine andere Überraschung. Sieh an, dein ganzes Dörfchen ist mitgekommen. Wir wussten, dass du hier auftauchen würdest, sobald deine verdorbene Aura in unser Reich eingedrungen war. Du kannst ein Held sein und mir geben, was ich von dir fordere, und deine Leute werden verschont. Du bist am falschen Ort.
und in der falschen Position, um Forderungen zu stellen. Möchtest du noch irgendetwas sagen, bevor dich tausende Pfeile durchbohren? Ich finde es bedauerlich, dass heute so viele sterben müssen. Nur deine Macht will ich. Du bist derjenige, der die Prüfung und das Ritual auf sich genommen hat. Einzig und allein mein Tod würde dir diese Kraft zusichern. Und der Einzige, der stirbt, bist du. Damit wurde wohl alles gesagt. Angriff! Hülle kaputt! Schiff futsch! Verdammt! Diese Krabbe hat uns an der Decke aufgelauert. Du musst was tun! Wir können nichts tun. Außer auf unseren Tod zu warten. Unterschätze niemals einen Silberstern. Deine liebe, tote Freundin Frosta hat mir die Fähigkeit gegeben, alles zu vereisen. Nicht nur, dass dieser Schutzschild aus Eis mich vor deinen lächerlichen Attacken beschützt, ich habe auch noch dein eigenes Element gegen dich verwendet. Wie fühlen sich diese hunderte kleinen Eispickel an, die deinen Körper durchbohren? Oh. Verschone wenigstens mein Volk. Dafür ist es jetzt zu spät. Wenn deine Kräfte auf mich übergehen, wird es hier zu einem Inferno kommen. Den letzten Wächter wirst du niemals finden. Die Hexen werden dich niemals in ihr Reich lassen. Danke für den Hinweis. Diese Narren. Das Schiff wird immer heftiger durchgeschaukelt. Das nicht, Krabbe. Krabbe, verschwinden. Wir überleben? Es ist an der Zeit. Aufstehen. Was, Phoebe? Oh, was machst du in unserem Zimmer? Und das so früh. Oh, früh? Die Sonne steht schon am höchsten Punkt. Richtig. Es ist Mittag. Und ihr habt einiges zu erledigen. Speziell ihr, Master Romeo. Oh. Speziell du? Was hast du denn zu erledigen? Frag nicht. Ebenso wird eure Anwesenheit gefordert. Heute gibt es eine Inseltour. Die solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Eine Inseltour. Sehr gut. Werden wir dabei zufällig auch die Buchten begutachten? Natürlich. Außerdem haben die Gäste ebenso die Möglichkeit zu wählen, was sie sehen möchten. Phoebe, du musst mir außerdem noch einen Gefallen tun. Natürlich. Ich gebe aber zu bedenken, dass meine andere Mission, die ihr mir aufgetragen habt, gewiss höhere Priorität genießt. Sicher. Dennoch wirst du einige deiner besten Kundschafter ausschicken, um die Insel unter die Lupe zu nehmen. Und zudem wirst du das führende Personal rund um die Uhr überwachen lassen. Verwandle dich am besten in ein Kleidungsstück oder ähnliches. Gibt es einen Anlass hierfür? Sagen wir es so. Mein Gespür sagt mir, hier ist etwas faul. Ist das kalt. Und die Dusche ist ein bisschen zu eng für uns beide. Dann ist es wenigstens nicht so kalt. Wie ihr wünscht. Beeilt euch bitte, die Leute warten bereits. Was? Sie warten? Sozusagen, direkt vor eurer Tür. Silberstern, wann kommt ihr endlich? So viel zu einem ruhigen Urlaub. Ich hoffe, die Tour gefällt euch. Dort vorne bei der kleinen Bucht sind außerdem zahlreiche Höhlen. Die Ureinwohner erzählen von großen Geheimnissen und Schätzen darin. Und? Hat man schon etwas gefunden? Nein, ich denke, es handelt sich eher um ein Gerücht. Außerdem raten wir dringend davon ab, die Grotten aufzusuchen. Es halten sich unglaublich viele Haie in diesen Gewässern auf. Sam, denkst du, dass gestern könnte ein Hai gewesen sein? Seit wann haben Haie Tentakel? Ich habe Hunger. Wir sind jetzt schon lang genug um die Insel geschippert. Verständlich. Wir können doch gleich hier an diesem Strand essen. Sicherlich. Mit dem großen Schiff kommen wir nicht auf die Insel. Wir müssen die Kanus nehmen. Das Riff würde dem Schiff sonst Schaden zufügen. Ist der Grill schon heiß?
Fast. Nicht ganz. Jetzt hetz doch nicht. Du verhungerst schon nicht. Wenn eh noch etwas Zeit ist, schaue ich mich mal in dem Gebüsch da um. Ich komme mit. Ja, ja. Umschauen wollt ihr euch bestimmt nicht. Eine Nummer wollt ihr schieben. Ah, lassen wir ihr ihre verdorbene Fantasie. Oho, sonst magst du solche verdorbenen Witze doch gar nicht. Das ist es nicht. Der Romeo von früher hätte bestimmt an selbiges gedacht. Oh, die Erinnerung an meine Pubertät bereitet meinem Gemüt nicht gerade wenig Scham. Verdienterweise. Schau mal, Romeo. Ich denke, das Geheimnis des gestrigen Angriffs ist gelöst. Die Spuren im Sand deuten eindeutig auf ein Wildschwein hin. So viel zu unserem Monster. Aus dem Weg, Sam! Romeo, du musst es abstechen! Das sagst du so einfach. Ich habe keine Waffe dabei. Dein Freund ist ein echter Draufgänger. Er reitet eine Sau. Ich dachte eher, dass er auf dir reitet. Kann man sich irren. Wir müssen ihm helfen. Nicht mehr nötig. Die Sau hat verloren. Sie ist vor Panik dummerweise ins Meer gelaufen und vom Strom unter Wasser gezogen worden. Hat die Sau wohl zu viel Wasser gesoffen? Auf den Grill mit dem Biest. Welcher Schatz ist hier eigentlich auf dieser Insel verborgen? Das sind doch nur Legenden und Vermutungen. Wenn, dann handelt es sich wohl eher um ein Geheimnis. War nicht dieser Schatzsucher, der letztens hier war, auch auf der Suche nach einem Geheimnis auf dieser Insel? Tja, und dann ist er abgereist. Vielleicht hat er den Schatz gefunden oder das Geheimnis gelüftet. Vielleicht wurde er auch von den Eingeborenen umgebracht. Quatsch! Ich habe noch keinen Eingeborenen hier gesehen. Aber es gibt sie. Sie sind sehr schüchtern und daher achten wir darauf, dass sich Gäste nur in den sicheren Bereichen aufhalten. Auf der Insel ist noch nie ein Gast umgekommen oder verunglückt? Natürlich nicht. Das kann ich garantieren. Schließlich bringen wir jeden Gast zurück ans Festland. Gibt es irgendwelche sonstigen Bedrohungen auf der Insel? Monster? Tentakelartige Kreaturen? In diesem Paradies? Sicher nicht. Ich werde uns noch ein paar Fische fangen. Das können doch die Diener erledigen. Wo bleibt denn der Spaß? Du willst nicht wirklich Fische fangen, oder? Ach, du kennst mich zu gut. Das ganze Wasser ist so klar. Bis zum Grund kann man alles erkennen. Wir haben uns das gestern doch nicht eingebildet. Haben wir nicht. Komm hier auf den Felsen. Da könnt ihr die Angeln befestigen. Sam, schau dir das an. Eine menschliche Hand. Angeknabbert. Man erkennt auch noch die Tattoos. Jeder Besucher hat die Insel verlassen, sagte Ricardo. Was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Kannst du Phoebe mit deinen telepathischen Kräften rufen? Ich versuche es. Was machen wir mit der Hand? Wir verstauen sie in den Fischkorb. Oh. Sie stinkt gewaltig. Das wird auffallen. Dieser faulige Geruch ist eindeutig. Mhm. Romeo, ich glaube es nicht. Ein Fisch hat angebissen. Das Glück ist uns also hold. Oh, die Möwe will auch etwas abhaben. Nichts da. Der Fisch gehört mir. Ich will auch nichts von eurem Fisch. Verdammt, Phoebe. Hast du mich erschreckt? Oh, diese Möwengestalt ist sicher praktisch. Vor allem, um die Insel auszukundschaften. Phoebe, wir haben die Überreste einer Leiche gefunden. Ich habe es gesehen. Und ich habe einen Plan. Kannst du dich in diese Person verwandeln, zu der diese Hand gehört? Das wird nicht ganz einfach. Würde aber gehen. Ich müsste aus den Zellen rekonstruieren können, wie der Mensch vorher aussah. Die ganzen Tattoos werde ich allerdings nicht nachmachen können. Das ist schon ausreichend. Halt dich auf mein Signal bereit. Und was machen wir jetzt? Ganz einfach. Die Tour weiter mitmachen. Schließlich gibt es noch den Vulkan zu besuchen. Sehr gut. Du bist wach. Es wurde anstrengend, dich zu tragen. Wir haben die Explosion überlebt. Ja, nur ist das schöne Schiff zerstört worden. Wir sind noch mitten im Meer. Aber nicht mehr lange. Dort vorne ist schon das Ufer. Ich am Leben! Am Leben! Ich lebe! Ich lebe! Ein Wunder! Was für ein Glück. Jetzt könnt ihr beide selbst laufen. Verzeiht meine Direktheit, aber ist mit euch alles in Ordnung? Ihr lasst es euch nicht anmerken, oh nein.
Eure Stimme ist kräftiger denn je, aber seit dem Tag eurer Rückkehr erkenne ich eine gewisse Schwäche, eine Müdigkeit, die ich nicht von euch so kenne. Es ist gut, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst. Du hast recht. Meine Zeit hier geht bald zu Ende. Daher muss ich mich beeilen. Habt ihr dafür noch genügend Kraft? Schaut euch doch einfach mal genau um. Silberstern ist mächtig, sehr mächtig. Selbst das Meer weicht vor ihm zurück. Du hast das Meer geteilt. Das ist unfassbar. Nein, nur etwas Physik. Und Magie, oder? Die Wasserwand an beiden Seiten ist vereist. Aber wie... Ich habe den Konzilwächter bezwungen und mir damit das Element Wasser zu eigen gemacht. Jetzt fehlt nur noch der letzte Schlüssel. Der letzte Konzilwächter. Und welches Element besitzt er? Das Leben. Ich unterbreche ungern, aber Leben kein Element. Ach, Ticker, es ist gut, dass ich dich gerettet habe. Du hast recht, Leben ist kein Element, ebenso wenig wie Eis. Warum du es dann sagen? Die Konzilwächter sind mächtige Gestalten. Ihre Kontrolle über Aspekte dieser Welt sind nur ein Teil der Wahrheit. Diese Kräfte sind ebenso Schlüssel, um das Konzil der Elemente zu öffnen. Was geschieht, wenn ihr all diese Elemente unter eurer Kontrolle habt? Ist das nicht offensichtlich, Artemis? Ein Gott. Ich werde zu einem Gott. Ich bezweifle, dass du damit das Silberstern-Imperium zu Fall bringst. Silberstern ist für viele wie ein Heiliger, ein Gott. Auch Götter können fallen. Man muss nur den Glauben an sie erschüttern. Es wurde so viel Geld auf den Straßen verteilt. Und überall sehen sie das Antlitz Silbersterns auf den Geldscheinen. Keiner lebt mehr in Armut. Ihr habt einen beliebten Mann nur noch beliebter gemacht. Bist du dir da so sicher? Lass uns doch eine Weile durch die Gassen gehen und hör dir genau an, was gesprochen wird. Auf hier! Raus, hab ich gesagt! Aber ich habe die Miete bezahlt. Und zwar für das ganze Jahr. Danach hat dich keiner gefragt. Außerdem kostet die Miete bereits das Zigfache. Ich verstehe. Durch das viele Geld erhöhen sich die Preise. Gut erkannt. Aber das ist nicht alles. Nein! Die Scheine kannst du dir sonst wohin stecken. Aber... Nicht aber! Und weil es so viele dieser Scheinchen gibt und jeder ausreichend Geld hat, wird es immer weniger wert. Vielleicht kostet das Brot heute noch diesen Preis, vielleicht morgen schon das Doppelte. Das Vertrauen in das Geld verschwindet. Und damit das Vertrauen in Silberstern. Das Handelssystem wird zusammenbrechen und dann erkennen alle sehr einfach, es ist wirklich alles Gold, was glänzt. Zumindest bei der Güldensternbank. Zuerst haben wir natürlich eine Panik und Aufstände. Das kommt dem Kardinal gelegen. Und die Familie Silberstern kann ihr Ende nicht mehr aufhalten. Aktuell gönne ich dem Silberbengel richtig seinen Urlaub. Nur noch Alessia Silberstern macht mir etwas Sorgen. Muss sie nicht. Sie wird uns keine Schwierigkeiten machen. Schon bald hat sie weitaus Wichtigeres im Kopf. Und das wäre? Der Kardinal hat beschlossen, dass es Zeit ist, dass die Dame verschwindet. Dauerhaft. Und das ist so einfach? Oh ja. Und Sie sind sicher, dass der Vulkan nicht ausbricht? Keine Sorge. Solange der Gott der Insel nicht erzürnt wird, kann nichts geschehen. Der Gott der Insel? Also, was ihr den Besuchern alles für Geschichten auftischt, um es hier spannend und mysteriös zu halten. Auftischen ist das richtige Wort. Es wird Zeit für das Abendessen. Und auch wieder die Möglichkeit... Oh! Natürlich. Dann auf zum Essen. Nicht in diesen Gang. Am besten gehe ich vor. Der ganze Vulkan ist mit Stollen durchzogen. Die Wände glitzern und glänzen. Es müssen sich unglaubliche Schätze und Materialien im Gestein verbergen. Keine Angst, dass hier jemand auf Diebestour geht? Es will doch niemand den Gott des Vulkanes erzürnen. Das ist natürlich ein guter Grund, diesen schönen Ort nicht zu schänden. Oh, mir macht diese Hitze zu schaffen.
Es wird immer heißer. Der Vulkan ist dann wohl aktiv? Ist er. Früher haben die Eingeborenen mit Opfern dafür gesorgt, dass er besänftigt wird. Wann ist die Führung zu Ende? Die Temperatur hier wird unerträglich. Wir sind da. Oh. Endlich. Frische Luft. Wir sind mitten im Vulkan. Bitte bleiben Sie alle in der Mitte des Plateaus. Es ist nicht ratsam, ein Lavabad zu nehmen. Sam, pass auf, nicht so nah an den Rand. Was ist, wenn ein Felsen nachgibt? Romeo. Was ist? Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Als wenn in dem Vulkan etwas verborgen wäre. Genügend Höhlen und Gänge gibt es auf jeden Fall hier. Wir werden jetzt bald wissen, was hier faul ist. Also nur etwas Geduld, Sam. Möchtet ihr es uns nicht gleich tun? Die Diener haben das Essen bereits gebracht. Und die größte Überraschung wartet im letzten Stollen. Ich komme gleich. Ich muss aber noch kurz austreten. Na zu. Pass aber auf, dass du den Vulkan nicht auspinkelst. Oder dass dieser Gott sauer wird, dass du ihn ins Gesicht strollerst. Du und deine Scherze. Ich würde es vorziehen, wenn Phoebe? Phoebe, es ist soweit. Ich bin hier. Dann also wie besprochen? Wie besprochen. Führ den Plan aus. Ich begebe mich jetzt zu den heißen Quellen. Ah, Herr Silberstern, willkommen. Hier sind Sie am richtigen Ort. Das Bad wird Sie erholen. Glauben Sie mir, die Quellen sind für Körper und Seele sehr erfrischend. Komm in die Wanne neben meine Mädchen. Und die Herren wenden ihren Blick ab, bis die Dame eingetaucht ist. Aber deinen Anblick mussten wir ertragen. Ich den deinen auch. Ich muss mich entschuldigen. Es rufen wichtige Pflichten. Die Diener werden sich um all ihre Bedürfnisse kümmern. Diener, wir benötigen deine Hilfe nicht. Du kannst dich entfernen. In dem Becken sind lauter kleine Tierchen. Was ist das? Ich habe schon davon gehört. Sie knabbern an uns. Sozusagen eine Reinigungskolonne, die unsere Poren frei macht und abgestorbene Haut abfrisst. Das mag ja sein, aber bei mir schwimmen sie gegen die Wände des Beckens. Als würden sie aus dem Becken entkommen wollen. Da ist ihnen wohl nicht nur das Wasser zu heiß. Keine Sorge, das hat seine Gründe. Schau in mein Becken. Bei dir ist es genau das Gleiche. Ich weihe dich bald ein. Etwas Geduld. Selbst die Wände haben Augen und Ohren hier. Sagt mal, kennt ihr einen Gast namens Harry? Natürlich. Ein Abenteurer. Er ist vor einigen Tagen abgereist. Abgereist? So, so. Ich habe ihn nicht so unhöflich eingeschätzt. Er ist verschwunden, ohne sich zu verabschieden. Wer weiß, vielleicht ist er ja immer noch auf der Insel. Unwahrscheinlich. Zumindest nicht lebend. Erfasst. Sag mal, wie steht es eigentlich um eure Heirat? Heirat? So was fragt man doch die Jugend von heute nicht. Die haben andere Dinge im Kopf. Ja, das mag wohl sein, aber... Dabei ist diese Insel doch der perfekte Ort dafür. Du! Einen süßen Hintern hat er ja, dein Freund. Kennt ihr diesen Mann? Ja. Dann seid vorsichtig. Er ist nicht das, was er vorgibt zu sein. Wenn ich dich erwische, kostenloses Ticket. Es gab kein Ticket. Ihr seid doch hier und ohne zu zahlen. Was habt ihr denn nur? Ah, ich glaube, es wird Zeit zu verschwinden. Nichts da. Euer Freund sollte aufpassen. Es ist nicht erlaubt, hier unbeaufsichtigt umherzulaufen. Es ist gefährlich. Schon in Ordnung. Die Diener sind ihm hinterher. Und jetzt zu euch. Was wolltet ihr mir anvertrauen? Diese Biester in eurem Becken sind keine Fische. Schaut genau hin. Das sind doch nicht... Doch, üble Parasiten. Sie haben ein großes, gefräßiges Maul und Dutzende von Tentakeln. Man könnte sie beim Schwimmen für Kaulquappen halten, aber sie sind weitaus gefährlicher. Und warum halten sie Abstand? Weil ihr eine Hexe seid. Bleibst du stehen? Keine Zeit. Wichtige Termine. Ja. Oh, verdammt. Der Boden wird immer heißer. Wenn ich diesen verdammten Händler in die Finger bekomme. Ich habe noch gesagt, es gibt keine Rückerstattung. Immer diese Kunden, die das Kleingedruckte nicht lesen. Hier geblieben. Deine Stimme ist immer näher. Was zur... In der Sackgasse. Ist dieser vermaledeite Händler. Was ist das? Das hört sich an, als würde hier gearbeitet werden. Mitten im Vulkan. Es kommt aus einem der Seitengänge. Ah, da seid ihr, Herr Silberstern. Ich muss Sie bitten, mir jetzt zu folgen.
Es ist hier sehr gefährlich. Nichts werde ich tun. Ich will erst wissen, was hier los ist. Wir haben einen Toten gefunden. Und in diesem Vulkan geht irgendetwas vor sich. Verlassen wir erstmal den Vulkan, dann kläre ich Sie gerne auf. Nichts da. Wir gehen jetzt in den Seitentunnel, aus dem die Geräusche kamen. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Dennoch sollten wir uns beeilen. Sie sollten auf jeden Fall Mund und Nase bedecken. Die Dämpfe sind sehr gefährlich. Nicht nötig. Gleich werden wir sehen, was... eine Sackgasse? Die Dämpfe des Vulkans lösen Halluzinationen aus. Wir müssen schnell an die frische Luft, andernfalls werden die Auswirkungen schlimmer. Nun gut. Wagen Sie es aber ja nicht mehr zu erzählen, dass alles, was wir gesehen haben, Halluzinationen durch die Vulkandämpfe waren. Ich werde alles aufklären, keine Sorge. Dann bin ich mal gespannt. Was ist das? Was? Ich... Tun Sie nicht so. Wir sollten gehen, Herr Silberstern. Nicht doch. Das kommt aus einem der Seitengänge. Ich sage Ihnen, die Dämpfe. Sie sind sehr gefährlich. Das werden wir ja sehen. Ich bitte Sie. Ich bitte Sie. Nicht so laut. Wir wollen doch niemanden warnen. Dort ist nichts, glauben Sie mir. Es ist... Der Gesang. Er hat aufgehört. Dann sehen wir mal, was wir in dem Gang finden. Und hier ist eine weitere Sackgasse. Ich habe es Ihnen gesagt. Bitte kommen Sie jetzt. Was wird hier gespielt? Wir müssen aus dem Berg raus. Die Dämpfe sind giftig. Und was ist mit dem Mann, der hierher geflohen ist? Lassen Sie uns das draußen besprechen. Jetzt raus mit der Sprache. In Ordnung. Aber bitte sagen Sie den anderen nichts. So schön wie dieses Paradies auch ist, hat es seine Tücken. Was ist mit dem Toten? Das ist sehr bedauerlich. Der Besucher hat unsere Anweisungen ignoriert und ist auf eigene Faust auf Erkundungstour gegangen. Wir haben überall nach ihm gesucht, ihn aber nicht gefunden. Das haben Sie ja schlussendlich erfolgreich geschafft. Und ja, es gibt zahlreiche Raubtiere um und auf der Insel. Aber sicher keine Monster. Wir haben ein Monster gesehen. Daran zweifelt keiner, Herr Silberstern. Aber es war wohl eher ein Riesenoktopus oder ein Raubfisch oder Vergleichbares. Aha. Und es waren wohl die Dämpfe des Vulkans, die mir etwas anderes vorgaukelten. Ja, der Vulkan sondert giftige Dämpfe ab. Die Bäume nehmen diesen Stoff bei Tageslicht auf. Wir wissen nicht genau, wie es passiert, aber spät in der Nacht werden die Dämpfe wieder abgegeben. Daher kommt es zu Halluzinationen. Das ist auch der Grund, warum wir die Gäste außerhalb der Insel unterbringen. Und alle unsere Mitarbeiter diese Schutzkleidung tragen. Sie machen es mir nicht einfach. Es klingt aber durchaus plausibel. Und die Geräusche? Sie haben sich nicht getäuscht. Die Eingeborenen hier verehren einen Gott und halten ihre Messen immer an verborgenen Stätten. Durch die Gänge des Vulkans hallen die Gesänge ihrer Rituale über die Insel. Daher haben wir immer Wachen für die Gäste aufgestellt. Nun gut. Dann beantworten Sie mir noch eine Frage. Warum haben Sie ausgerechnet diese gefährliche Insel für Ihr Touristenparadies ausgewählt? Es ist die abgelegenste und schönste Insel, die uns bekannt ist. Zudem haben die Dämpfe am Tag eine entspannende Wirkung. Und nur hier gedeihen gewisse Arten, die wir nutzen, um die Menschen zu behandeln. Ich denke, ich muss mich entschuldigen. Eine Entschuldigung muss ich ablehnen, denn sie ist nicht nötig. Schließlich hätte ich auch genauere Informationen herausgeben können. Aber eine kleine Sache wäre da noch. Warum sollen wir die Grotte nicht aufsuchen? Ich tauche gerne mit ein. Die Vulkangase treten direkt und verstärkt auch bei der Grotte auf. Dann bedanke ich mich in aller Form bei Ihnen. Die anderen warten bestimmt schon auf euch. Jetzt kann ich den Urlaub wirklich genießen. Und vor allem dein Blick, wenn gleich ein gewisser jemand aus dem Reich der Toten zurückkehrt. Da bist du ja, Romeo. Begib dich in die heißen Quellen. Die Dämpfe sind so befreiend. Hallo zusammen. Sieh mal an, dass du dich auch noch hier blicken lässt. Harry, ich dachte, du bist abgereist. Ich habe mich nur auf der Insel umgeschaut und... habe mit irgendeinem Fieber angesteckt. Meine Stimme ist ganz heiser. Uns wurde gesagt, du bist abgereist. Ich... warum? Dieses Geheimnis werde ich gleich mit Harry besprechen. Kommen Sie bitte. Natürlich. Ich glaube es nicht. Es hat also doch geklappt. Von was reden Sie? Ich meine...
Schon in Ordnung. Mein Gedächtnis ist noch etwas durchgewirbelt. Ich muss es noch ordnen. Oh Mann, dieses Fieber macht mich wirklich fertig. Wenn Sie wüssten, welche Fieberträume ich vor meinem geistigen Auge gesehen habe. Aber bitte entschuldigen Sie mich. Natürlich. Herr Silberstern, also welche Ehre, Sie hier zu treffen. Wäre es möglich, Sie heute Abend zu besuchen? Ich wollte mich schon immer mit einem Mann Ihres Schlages zusammensetzen. Natürlich. Ich erwarte Sie auf meiner kleinen privaten Insel. Und was hast du die ganze Zeit getrieben, Romeo? Eine Falle gestellt. Und so wie es aussieht, Samantha, sind unsere Gegner hineingetappt. Meister, warum ist dieser Wicht am Leben? Ich weiß es nicht. Aber ihr werdet dafür sorgen, dass er heute Abend nicht lebend bei den Silbersterns ankommt. Es ist durchaus möglich, dass das Ganze stimmt. Denk an die Photosynthese bei Pflanzen. In der Nacht geben Bäume auch ihr Kohlendioxid frei. Richtig. Daher bereiten wir uns auch gut vor. Hier ist Tauchausrüstung mit Atemgerät von Ticker. Aber zuerst warten wir auf ihn. Ich sehe sie schon am Strand. Sie sieht wirklich aus wie der tote Schatzsucher Harry. Du hättest den Blick von Ricardo sehen sollen. Sie verheimlichen uns etwas. Und mit über 300 Wandlern verteilt auf der Insel werden wir sehr schnell wissen, was es ist. Genau. Phoebe wird gleich hier sein. Dann wissen wir mehr. Sie legt gerade mit dem Boot vom Strand ab. Es besteht immer noch die Chance, dass wir uns irren. Zu viel erlebt haben, das uns negativ beeinflusst. Wir fangen ja schon an, Gespenster und Dämonen an jeder Ecke zu sehen. Phoebe! Bleib hier, Sam. Beruhige dich. So viel dazu, dass die Gase uns halluzinieren lassen. Das ist das gleiche Monster, das uns angegriffen hat. Wir sollten Phoebe helfen. Um sie musst du dir keine Sorgen machen. Gestaltwandler sind viel zu schwer zu töten, als dass Phoebe in Gefahr schweben könnte. Sie wird sicher bald unverletzt aus dem Wasser kommen. Von dem Schiff und dem Kanu, geschweige dem Monster, ist nichts mehr zu sehen. Etwas Geduld. Phoebe wird sicher bald auftauchen. Hoffen wir es. Romeo, ich... Ach, du musst es nicht aussprechen. Phoebe müsste schon längst hier sein. Was machst du da? Du weißt, das Funkgerät funktioniert nicht. Ich muss es dennoch versuchen. Du musst hier warten, während ich... Oh nein, Herr Silberstern. Das werden Sie schön bleiben lassen. Wenn, dann nur mit mir zusammen. Du weißt doch gar nicht, was ich machen will. Du bist schon dabei, dir die Tauchgeräte umzuschnallen. Ich kann mir schon denken, was du machen willst. Nun gut, bevor wir uns getrennt auf den Weg machen, wir werden in die Grotte tauchen. Und vielleicht finden wir mit etwas Glück auch Phoebe. Denkst du, sie ist tot? Nein, auf keinen Fall. Aber ich glaube, sie kann sich nicht aus den Klauen des Monsters befreien. Vielleicht wurde sie verschluckt oder ähnliches. Bist du fertig angezogen? Bin ich. Und nicht vergessen, dank meiner Hexenkräfte können wir uns über Telepathie verständigen. Ich dachte, du kannst das nur bei Wandlern und Tieren. Sicher, mein süßes Äffchen. Wenn du mir jetzt noch eine Banane überreichst, mache ich dir einen Antrag. Dann verschwinde ich am besten schon mal im Wasser. Tauch nicht zu tief, damit uns das Mondlicht noch etwas den Weg ausleuchtet. Die Grotte ist nicht so weit entfernt. Ich sehe gelegentlich Schatten. Ich fürchte, das sind Haie. Gib mir deine Hand. Ich habe keine Angst. Nicht deswegen, ich zieh dich. Und deine Aufgabe ist es nur, dich umzuschauen. In dieser Dunkelheit? Das gleicht einem Ratespiel. Verdammt, warte einen Moment. Ich tauche kurz auf. Und... Gute Nachricht zuerst. Wir sind kurz vor der Grotte. Die schlechte. Man hat nicht gelogen, als man sagte, es wimmle dort von Haien. Überall ragen Finnen aus dem Wasser. Wird schon schief gehen. Sam, wir werden gerade von Haien umzingelt. Sie beobachten uns. Und sie werden uns bald angreifen. Ich fürchte auch. Egal, wen es von uns erwischt. Du schwimmst auf jeden Fall weiter. Du hast so eine liebe Art zu sagen, dass sie vermutlich dich anknabbern wollen. Ich kann den Grotteneingang vor uns sehen. Endlich. Romeo. Ich sehe es. Die Haie drehen ab, als ob sie etwas fürchten. Schwimm nicht weiter. Diese Dunkelheit in der Grotte. Das ist das mangelnde Sonnenlicht. Nein, selbst dafür ist es zu dunkel. Du hast recht. Natürlich sieht es nicht aus. Ich fühle etwas schwach. Aber
ist das gleiche Gefühl, als mich diese Tentakel gepackt haben. Du hast schon wieder recht. Wir haben die Kreatur gefunden. Sie blockiert den Grotteneingang. Was machen wir jetzt? Wir tauchen auf und versuchen, über das Gestein in die Grotte hineinzuklettern. Wenn wir etwas Glück haben, bieten die Felsenwände ausreichend Platz. Hinter diesem Felsen sind wir gut vor Blicken vom Festland verborgen. Von hier aus erkennt man die Kreatur deutlich. Sie ist riesig. Siehst du Phoebe? Nein. Und ich sehe genauso wenig eine Möglichkeit, in die Grotte einzudringen, ohne zu schwimmen oder zu tauchen. Und selbst dann blockiert die Kreatur den Weg. Das ist jetzt nicht das einzige Problem, das wir haben. Die Tentakel, sie bewegen sich auf uns zu. Susanne! Verdammt! Sie versuchen uns zu packen! Klettere höher auf die Felsen. Dort erreichen sie uns nicht. Was sagst du so einfach? Ohne Waffen lässt sich das Biest schlecht abwehren. Hörst du das? Da ist doch etwas. Romeo! Ich habe es gehört. Ich bin gleich oben. Lass uns hinter den Felsen verstecken. Und erreichen uns die Tentakel nicht. Das wird vermutlich wieder dieses Biest sein. Das hat heute doch schon Wandler gekostet. Kann den Drachen wohl nicht voll genug bekommen. Mag sein. Oder aber es schnüffelt jemand an der Grotte herum. Wir kontrollieren es besser. Du weißt, wie der Boss ist, wenn ihn jemand stört. Ich sehe nichts. Und du? Auch nichts. Vermutlich hat er sich ein oder zwei Haie geschnappt. Dennoch, sagen wir dem Chef besser Bescheid. Er ist im Grottenlabor. Eine glückliche Fügung für uns. Es gibt also einen anderen Zugang zur Grotte. Siehst du diesen Höhleneingang dort vorne? Ja. Wenn wir uns beeilen, können wir vielleicht noch vor ihnen am Ziel sein. Wenn wir ihn betreten, sehen sie uns aber. Nur wenn sie in unsere Richtung schauen. Aber mit diesem Stein können wir vielleicht ihre Aufmerksamkeit ablenken. Der Stein ist etwas zu groß, meinst du nicht? Dann versuchen wir es eben mit diesem hier. Was war das? Lass uns nachsehen. Ich bleibe lieber hier. Nur für alle Fälle. Sie sind verdammt misstrauisch. Was nicht gerade für eine idyllische Ferieninsel spricht. Ja, richtig. Wir kommen unmöglich in die Höhle, ohne entdeckt zu werden. Das Problem lässt sich beheben. Was hast du vor? Diesen großen Stein verwenden. Was denn sonst? Da wird jemand bald schwere Kopfschmerzen haben. Geduld. Ich schleiche mich von der anderen Seite heran. Hoffentlich geht das nicht schief. Der Schlag hat ihm nichts ausgemacht, Romeo. Ja, das merke ich auch. Ja, er darf mich nicht sehen. Du hast keine Chance. Du kannst mich nicht zum Schweigen bringen. Romeo, er verliert einfach das Bewusstsein nicht. So. Du hast ihm das Genick gebrochen. Ich hatte keine Wahl. Schnell. Wir verstecken ihn hier im Gebüsch. Nehmen wir ihm die Maske ab. Damit können wir uns tarnen. Romeo, sieh dir sein Gesicht an. Er ist durch den einen infiziert. Wie kann das sein? Ich spüre und fühle nichts. Wir haben jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken. Ab in die Höhle. Was wohl hinter dieser Tür ist? Eine Umkleidekabine. Viele Geräte. Das meiste sind Gartenutensilien. Nichts Ungewöhnliches. Schnell! Zieh dir auch die Kleidung über. So können wir uns hier unbemerkt umschauen. Romeo, es kommt jemand den Gang entlang. Beeile dich! Pepper! Wo bist du? Ich habe niemanden gefunden. Sag mal, habt ihr Pepper gesehen? Nein. Was macht ihr überhaupt hier? Ich will euch der Träume schicken. Ihr seid eindringlich. Was machen wir mit ihm? Wir verstecken ihn in einem der Spinde. Und haben jetzt auch eine Maske für dich.
Ich bin schon gespannt, was uns in der Höhle erwartet. Das werden wir gleich wissen, aber sicher nichts Gutes. Das blaue Licht dort vorne ist künstlich. Ein Labor. Und überall Versuchsobjekte und Maschinen. Diese kleinen Würmer in dem Zylinder waren doch in deinem Bad. Wer ist hierfür nur verantwortlich? Endlich seid ihr wieder hier. Ich habe auf euch gewartet. Romeo, das ist Karloff. Ja, lass dir nichts anmerken. Ich übernehme das Reden. Bringt mir einen Behälter mit schwarzer Essenz. Ich stehe kurz vor der Vollendung meines Werkes. Verdammt, der Behälter ist schwer. Du darfst dir nicht anmerken lassen, dass du ihn kaum tragen kannst. Infizierte haben übermenschliche Kräfte. Er würde etwas bemerken. Ich weiß. Romeo, überall ist nur die schwarze Essenz und ich spüre nichts. Gar nichts. Etwas stimmt nicht. Ich stelle den Behälter dort vorne ab. Den Rest kann ich allein bewerkstelligen. Jetzt könnt ihr Zeuge meines Meisterwerkes werden. Jetzt muss ich mir wieder dein Winseln anhören. Aber keine Sorge, es ist bald vorbei. Bitte, stell die Maschine ab. Das schmerzt so. Das soll es, das soll es. Sonst könntest du dich umwandeln. Und dann, fürchte ich, würdest du dich meiner Kontrolle entziehen. Aber bald werden wir uns beide einig sein. Romeo! Ich habe es an der Stimme erkannt. In dem Behälter ist Phoebe. Sie wechselt die ganze Zeit die Form. Du musst ihn überwältigen. Ich sage es ungern, aber wir hätten keine Chance. Sein verstärktes Exoskelett und seine metallischen Arme sind zu stark. Wir müssen Geduld bewahren. Läuft auf der Insel alles nach Plan? Mhm. Und die Silbersternhexe ist immer noch unter Beobachtung? Dank ihr wird der eine bald wieder zurückkehren. Meine Maschine hat ihren Zweck erfüllt. Sie unterbindet alle Kommunikation, magisch oder nicht magisch. Die Hexe spürt nicht einmal, dass die ganze Insel von der Saat des einen beseelt ist. Da haben wir es. Sam, wir müssen die Maschine zerstören. Es kann sich nur um das große Gerät in der Mitte handeln. Das mit der Antenne? Füttert das Untier, bevor ihr geht. Mhm. So gefällt ihr mir am besten. Wenig Worte. Und jetzt kümmert euch um das Biest. Seine Tentakel schlagen schon nach der Ausrüstung. Es ist hungrig. Ich weiß, wie wir die Maschine kleinkriegen. Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Wir müssen das Biest nur dazu bekommen, das Ding zu verschrotten. Dort vorne, diese Fässer. Oh, das stinkt widerwärtig. Dieser Elektrozaun hier hält die Kreatur davon ab, in das Höhlenlabor einzudringen. Sieht Karloff uns hier? Nein, die ganzen Zylinder verdecken die Sicht. Ich werde die Maschine mit dem Futter übergießen. Du schaltest anschließend den Zaun aus. Was ist mit Phoebe? Keine Sorge, in dem Trubel, der entstehen sollte, werden wir sie retten. Romeo, am Eingang. Verdammt. Ohne unsere Godslayer-Waffen können wir diese Typen nicht umbringen. Dass sie schon so schnell wieder auftauchen. Karloff! Was fällt dir ein, hier so herumzuschreien? Wir wurden überfallen. Nur noch ein weiteres Fass. Ich hoffe, das reicht. Wo ist Zod? Keine Ahnung. Ich bin hier. Sie haben mich in einen Spind eingesperrt. Es sind also zwei Eindringlinge hier. Regel den Eingang ab. Ich kümmere mich um die beiden. Sam, dort oben auf den Zylinder. Karloff! Zeigt mir, wer sich unter der Maske befindet. Wer wagt es, meine Experimente zu stören? Sag nichts. Noch können wir kommen. Der Eingang ist versperrt. Wir müssen durch die Grotte schwimmen. Ich hoffe, diese stinkende Brühe ist wirklich sein Lieblingsfressen. Ich krieg ein Tor! Jetzt, Sam! Sie ist bewusstlos. Das ist jetzt der dümmste Moment, um ohnmächtig zu sein. Da seid ihr. Ihr werdet jetzt büßen. Ihr... Die Einzigen, die büßen werden, seid ihr. Phoebe, du bist die Rettung. Wir kümmern uns um alles. Verschwindet. Romeo. Oh, was ist los? Du warst auf. Oh. Gut. Unsere Diener sind hier. Wir müssen tauchen.
Die ganze Anlage droht zu explodieren. Beeilt euch! Los! Wir haben es geschafft. Komm, ich helfe dir. Romeo. Ich helfe dir. Was hast du? Die Essenz des einen, sie ist so stark. So präsent. Sam! Sie hat das Bewusstsein verloren. Zumindest ist die Anlage zerstört. Das Funkgerät sollte wieder gehen. Hier Romeo Silberstern. Bitte melden. Wir brauchen Hilfe. Dringend. Bitte. Ich... Ja, ich hab dich ja gehört. Was ist denn? Es sind Infizierte des einen auf der Insel. Und Karloff hat dabei seine Hände im Spiel. Das ist doch die passende Erholung. Das schafft ihr schon alleine. Samantha, geht es verdammt dreckig. Wir sind unterwegs. Haltet durch. Halt durch. Bald ist Verstärkung. Spüre Dunkelheit um die Insel überall. Du fantasierst. Wir haben das Labor vernichtet. Dunkelheit um uns. Das ist das Unwetter. Und siehst du? Dort kommt Phoebe an den Strand. Und mit ihr alle Gestaltwandler. Du bist jetzt in Sicherheit. Ich hole sie. Phoebe! Phoebe! Samantha braucht Hilfe! Was stehst du nur so herum? Du hättest das nicht tun sollen! Was nicht tun sollen? Was soll das? Hör auf mit diesem Unsinn! Hilf Samantha! Du selbst hast sie in die Lage gebracht! Die Maschine in Carlos Höhle hat die Essenz des einen hier verdeckt! Jetzt wissen die Gestaltwandler, dass seine Rückkehr bevorsteht! Aber ihr habt uns doch damals in der Kirche geholfen, seine Rückkehr zu verhindern! Ja! Damals war er noch schwach. Aber er wird immer stärker. Wir spüren es. Wir gehören zu ihm. Wir? Von was? Du bist infiziert. Wir müssen handeln. Die Feinde des einen werden bald hier auftauchen. Das Ritual muss heute noch durchgeführt werden. Bitte, Phoebe, tu das nicht. Du bist stärker als der eine. Wir sind der eine. Wir sind der Körper. Und bald wird unsere Seele wieder mit uns vereint sein. Lass mich los! Lass mich los! Gib dir keine Mühe. Ich werde Samantha jetzt ihrer Bestimmung zuführen. Aber gräme dich nicht. Bevor der neue Tag anbricht, wird eine neue Ordnung beginnen. Die Rückkehr des einen ist nicht aufhaltbar. Ich werde euch aufhalten. Die Insel wird von den Kreaturen des einen bewacht. Du hast keine Möglichkeit zu entkommen. Phoebe! Bitte nicht! Tu das nicht! Kämpf dagegen an! Oh, nicht! Nein, nicht! Keine Sorge. Dein Opfer bedeutet einen Neuanfang. Samantha! Sam! Lass sie in Ruhe. Was habt ihr mit ihr vor? Verabschiede dich von ihr. Das ist das letzte Mal, dass du sie sehen wirst. Ich liebe dich. Hörst du, Sam? Ich liebe dich! Ich lasse das nicht zu. Ich lasse das nicht zu. Bringt ihn zum Schweigen. Die Hexe wehrt sich sonst zu stark. Verdammt! Dieses Unwetter ist unnatürlich. Das kannst du laut sagen. Fast ein Dutzend Blitze sind bereits in das Schiff eingeschlagen. Als ob dunkle Mächte uns hindern wollen. Keine Sorge, das Schiff kann diesen Blitzen ohne Probleme widerstehen. Dort vorne sind schon die Inseln. Ich spüre etwas. Etwas, was ich seit Jahrhunderten nicht mehr in dieser Form gespürt habe. Das hört sich nicht gut an. Du klammerst dich an mich. Was macht dir so viel Angst? Dort unten lauert eine Dunkelheit, die dabei ist, emporzusteigen. Dass du deine Angst nicht einmal leugnest, bereitet mir Sorge. Große Sorge. Das sollte es auch. Der eine ist hier präsent. Ein Teil von ihm ist bereits in diese Welt eingedrungen.
Zum Glück sind wir bis in die letzten Winkel des Schiffes mit Waffen ausgestattet. Sollte der eine zurückkehren, bomben wir ihn in das Nichts. Boom, kavum, boom. Dann stumm. Du sagst es, Ticker. Hoffen wir, dass Alfred es schafft, noch mehr Verstärkung zu organisieren. Wir haben die Inseln erreicht. Dort unten im Sand, das ist Romeo. Verdammt, wir sind zu spät. Lande das Schiff, Ticker. Nein, wir wissen nicht, was dort unten auf uns lauert. Wir holen erst einmal Romeo hoch. Dann sehen wir weiter. Du willst doch nicht. Doch, will ich. Wozu bin ich eine Sukubi und habe Flügel? Ich rede es dir am besten gar nicht aus. Sehr gut. Das wäre nämlich zwecklos. Ah, und weg ist sie. Romeo, aufstehen. Alicia, du... Los! Phoebe, sie ist auf der Seite des einen... Sam! Beruhige dich. Ich bringe dich erst einmal an Bord. Dann sehen wir weiter. Der Vulkan. Er bricht aus. Das ist definitiv kein gutes Zeichen. Los, wir müssen zum Schiff. Die Lava strömt über die ganze Insel. Du musst tiefer fliegen, sonst sehen wir nichts mehr. Die ganze Asche raubt uns die Sicht. Gleich. Die Außenluke hat sich gerade geöffnet. Gut. Alicia ist zurück. Romeo, dir geht es gut? Nur Samantha nicht. Sie ist in den Fängen des einen. Und die Wandler haben die Seite gewechselt. Oh oh. Die guten Nachrichten reißen ja gar nicht ab. Wandler hin oder her. Wir haben Waffen, die einen Gott töten können. Ich werde mein Schwert persönlich Phoebe ins Herz rammen, wenn Samantha etwas zustößt. Wo halten Sie sie gefangen? Ziemlich sicher im Vulkan. Irgendetwas muss den Ausbruch hervorgerufen haben. Mag ja sein, aber wie finden wir die Stelle? Der Vulkan bricht gerade aus. Ganz simpel. Wir nehmen ausreichend Sprengstoff mit und wenn uns eine Wand den Weg versperrt, sprengen wir sie einfach in die Luft. Das wird die Wandler und alle anderen auf uns aufmerksam machen. Umso besser. Dann müssen wir sie nicht suchen. Ticker, flieg uns an diese Stelle. Von dort aus gelangen wir in den Berg. Der Bereich ist lavafrei. Zu Befehl. Lass uns hier runter. Dort ist der Eingang. Ich hoffe, die Hitze und Dämpfe machen euch nicht zu viel aus. Für die Dämpfe haben wir Tickers Atemmasken. Und die Hitze werden wir schon überleben. Wir vielleicht. Doch in der Höhle wird sie beinahe unerträglich sein. Wir haben keine andere Wahl. Führe uns, Romeo. Hier müsste es sein. Dort ist eine Wand. Sie ist massiv. Und dennoch sind wir hier richtig. Hört ihr das? Das sind Gesänge. Ich höre nichts. Ja, kein Wunder bei dem ganzen Krach, den der Vulkan hier veranstaltet. Er sucht nach einem geheimen Mechanismus. Wenn es einen gibt, lässt sich dieser nicht von hier öffnen. Der Sprengstoff ist die Lösung. Dann los. Hoffentlich ist der Gang nicht eingestürzt. Wir haben Glück. Ach, wohl eher Glück im Unglück. Jetzt höre ich den Gesang ganz laut und deutlich. Aber immer noch niemand, der uns stoppt. Die Explosion könnte unbemerkt geblieben sein. Der Vulkan ist schließlich die ganze Zeit aktiv. Ach, es wird immer heißer. Unerträglich heiß. Dort vorne ist ein direkter Zugang zum Schlund des Vulkans. Das dürfte der Grund sein. Pirschen wir uns heran. Der Boden ist verdammt heiß. Direkt über der brodelnden Lava sind Eisenkäfige. Samantha ist dort nicht zu sehen. Nur die Gäste der Insel. Die haben sich das heiße Wetter im Urlaub sicher anders vorgestellt. Du musst sie befreien. Ach, Samantha ist wichtiger. Ja, aber vielleicht wissen sie, wo sich Samantha aufhält. Wartet hier. Beeindruckend. Sie ist von diesem Vorsprung einfach auf die Käfige gesprungen. Ha, die Rettung naht. Die Rettung naht. Endlich! Moment. Gleich ist dieses Schloss zerstört. Oh, nein. Nein, befreit sie nicht. Sie sind vom einen beseelt. Wo ist Samantha? Der eine hat sie. Und sie wird seine Rückkehr einläuten. Ich werde dich ihm opfern. Du nicht! Oh. Grüß den einen schön von mir!
Jetzt zu dir. Du machst einen vernünftigen Eindruck. Warum bist du nicht von dem einen beseelt? Ich bin auch eine Hexe. Sehr gut. Kannst du uns sagen, wo Samantha ist? Ja, im Vulkan. Oh, toll. Sehr hilfreich. Ich hole dich aber erst einmal hier raus. Der eine kann euch durch die Augen der anderen Gefangenen sehen. Er wird versuchen, euch aufzuhalten. Kann er das? Moment. Wo ist Sam? Im Inneren des Vulkans. Was heißt im Inneren des Vulkans? Unter der Lava. Das ist auch der einzige Zugang. Was heißt das? Keine Sorge. Deine Gefährtin ist nicht tot. Die Wandler haben sie mit einem Schild umgeben und sind mit ihr hinabgetaucht. Wie können wir den einen aufhalten? Dafür ist es zu spät. Oh, das darf nicht wahr sein! Das ist mir im Moment egal. Wir müssen Sam retten, bevor sie dem einen geopfert wird. Das wird sie nicht. Der eine will sie nicht töten. Er wird sie vermutlich von hier wegbringen lassen, um mit ihr den letzten Konzilwächter ausfindig zu machen. Warum ausgerechnet Sam? Sie ist eine der Auserwählten. Ja, meine Auserwählte. Und diese eine Lektion wird der eine sehr schnell lernen. Aber nicht heute. Der Berg stimmt zu. Wir müssen hier raus. Ich trage euch alle. Haltet euch aneinander fest. Beeile dich! Die Lavamassen erreichen uns gleich! Vater, du? Hier? Überrascht, mich zu sehen? Ich habe euch ein paar Geschenke mitgebracht. Eine ganze Flotte imperialer Luftschiffe? Ja. Ich bin einen Pakt mit dem Imperium eingegangen. Aber ich habe noch etwas, worüber du dich noch mehr freuen wirst. Romeo! Samantha! Ach. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Schon wieder? Die Diener des einen wollten sie durch einen Hinterausgang von der Insel schmuggeln. Nur leider hatten sie das Pech, dass sich mein Schiff von genau der Seite näherte. Ja. Sakram hat mich gerettet. Traut ihm nicht. Ich spüre die Saat des einen in ihm besonders stark. Das leugne ich nicht. Die Silbersterns haben einen Pakt für ihre ewige Jugend mit ihm geschlossen. Das heißt aber nicht, dass wir für ihn arbeiten. Jedes Wort aus deinem Munde, nichts als Lügen. Du trägst konstant eine Maske. Bringt die Dame in das Lazarett. Sie ist erschöpft. Hütet euch vor ihm. Ich kümmere mich um sie. Sicher, dass du das schon wieder kannst? Ich begleite dich. Oh nein, das kriege ich schon hin. Du wirst hier auf der Brücke benötigt. Du meldest dich, wenn irgendetwas nicht stimmt. Mach ich. Versprochen. Wir haben keine Zeit für diese Tortelei, während vor unserer Haustür die Apokalypse droht. Oh, du bist so ein Romantiker, Liebling. Ich verstehe das Konzept von Romantik nicht. Welt geht unter, keine Zeit für Romantik. Aber Artemis ein Romantiker? Sarkasmus, Ticker. Sarkasmus. Was machen wir? Der eine breitet sich aus. Wie eine schwarze Masse aus Nichts verschlingt er alles. Die Insel ist nur noch durch ihre Kontur zu erkennen. Noch ist er nicht vollends eingedrungen. Und solange er dies nicht ist, können wir ihm keinen Schaden zufügen. Wir müssen uns also in Geduld üben. Ruh dich hier aus. Ich werde deine Wunden verarzten. Du weißt um dein Vermächtnis, nicht wahr? Mein Vermächtnis? Ja. Ich bin eine Hexe. Nicht nur eine Hexe. Du bist eine Hexenprinzessin. Oh, und das heißt was? Du könntest unsere neue Königin werden. Deine Aufgabe ist es, die Hexenprüfungen zu bestehen. Wir Hexen wachen seit langem über die Wächter des Konzils der Elemente. Deswegen hat der eine die Hexen in Misskredit gebracht und sie jagen und hinrichten lassen. Wir haben Wichtigeres zu tun, als dass ich meine Prinzessinnenpflichten erfülle. Nein, es gibt nichts Wichtigeres. Unsere Königin, deine Mutter ist tot. Du kennst meine Mutter?
Deine Mutter, Satina, war unsere Königin. Ich hatte einen Traum. Was will der Teufel in Menschengestalt? Lasst mich aus dieser Kammer! Meine Dame, wie könnt ihr so etwas sagen? Sie soll euch heilen. Ihr seid verwirrt. Die Kammer hilft euch. Deswegen fühlt ihr euch so schwach. Du saugst mir das Leben aus. Meine Dame, wie könnt ihr nur? Das ist Romeo. Nein, Silberstern. Es ist Graf Silberstern. Ich weiß, wer du bist, Abraham. Abraham? Ihr redet wirr. In letzter Zeit stimmt irgendwas mit euch nicht. Ihr wart sonst weitaus kräftiger. Höre meine Prophezeiung. Mein Fleisch und Blut wird dich zur Strecke bringen. Es wird deine eigene Saat sein, die du gesät hast. Bedauerlich. Ihr habt keine eigenen Kinder. Sicher? Was denkst du, wächst in mir heran? Elender Diener, was hast du getan? Was meint ihr, Herr? Du hättest auf sie aufpassen sollen. Du! Herr, ich verstehe euren Ärger, aber ich habe mich um die Kranken gekümmert. Und dort habe ich mich in sie verliebt. Sie hat nicht mehr die Kraft, die ich brauche. Es geht ihr aber immer besser. Das hättest du nicht tun sollen. Sie ist schwanger. Ich werde Vater. Ich werde Vater. Was wird jetzt mit ihr geschehen? Keine Sorge. Ich werde mich natürlich um euer Kind kümmern. Das war kein Traum. Das war eine Vision. Dann hat Silberstern meinen Vater umgebracht. Wenn du das in deiner Vision gesehen hast, dann ist es so. Deine Mutter wurde von Silberstern gefangen genommen. Sein Plan war es, die Saat des einen in deine Mutter zu pflanzen. So würde sie eine Hexenprinzessin zur Welt bringen, die zur Königin aufsteigt und den Schlüssel zum Konzil der Elemente darstellt. Der Diener Silbersterns und meine Mutter verliebten sich aber während ihrer Gefangenschaft und sie wurde schwanger mit mir. Das erklärt, warum die Essenz des einen nicht in dir ist. Dafür werde ich mich an Silberstern rächen. Übe Rache, indem du die Prüfungen beginnst. Als der eine sich offenbart hat, hast du es gespürt. Nicht nur die Gewalt des einen, sondern auch etwas anderes. Ja, diese Gefühle, Impressionen aus Wut, Entsetzen, Furcht und Angst sind über mich geschwappt. Es waren die Gefühle aller anderen Hexen. Versetze dich in Meditation und versuche, sie bewusst zu rufen. Sie werden deinen Hexenruf hören. Und wie mache ich das? Lege dich zur Ruhe. Schließe die Augen. Ja, genau so. Und jetzt? Was war das? Sei unbesorgt. Bestimmt ein Angriff des einen. Er spürt, dass sich eine mächtige Gegnerin ihm entgegenstellt. Lass dich nicht ablenken. Ticker, fliege uns höher! Wird erledigt. Wagst es dich mir entgegenzustellen? Zerstörst du das Schiff, sind alle unsere Pläne zunichte. Diese vermaledeite Brut übt den Hexenruf aus. Und führt uns damit direkt zum letzten Konzilwächter. Wenn die Dunkelheit diese Welt bedeckt hat, gibt es keinen Platz mehr, um sich vor mir zu verstecken. Es gibt eine andere Möglichkeit, eine schnellere. Meine Geduld ist am Ende. Zügle deinen Zorn. Nur so kannst du schnell triumphieren. Was schlägst du vor? Einen Meisterplan. Zakram! Zakram! Entschuldige, ich war in Gedanken. Was machen wir? Inmitten der schwarzen Essenz ist ein Auge aufgetaucht und greift uns mit irgendwelchen Kräften an. Ein Schiff nach dem anderen wird vernichtet. Alle Schiffe greifen gleichzeitig an. Attackiert das Auge. Er ist ein Gott. Damit können wir ihn nicht töten. Aber stark verletzen und seine Expansion stoppen, bis wir unsere Geheimwaffe einsetzen. Geheimwaffe? Die Geheimwaffe ist fertig und bereit. Deinem Grinsen nachzuurteilen, bringt sie uns den Sieg. Was ist das? Eine Bombe, die selbst die kleinsten Atome pulverisiert. Gott oder nicht Gott. Seine Existenz wird vom Angesicht dieser Welt getilgt. Das ist so
so etwas bauen lassen? Immer auf das Schlimmste vorbereitet. Artemis, gib den anderen Schiffen den Befehl, den Angriff zu starten. Und steuere dann das Schiff in das Zentrum. Seine Tentakel dürfen die Bombe nicht abwehren. Wird gemacht. Romeo, weiche den Tentakeln besser aus. Ich gebe mein Bestes. Werfen wir die Bombe endlich ab? Es ist zu früh. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir so nah am Detonationsherd sind? Wir hoffen zu überleben. Was? Jetzt, Ticker! Erledigt. Unglaublich. Die ganze Insel ist verschwunden. Einfach von der Landkarte getilgt. Und der eine auch. Die Macht der Wissenschaft. Ha! Das hat dieser Gott davon, sich mit mir anzulegen. Sam! Sam, wir haben es geschafft. Der eine ist endlich bezwungen. Ich spüre ihn nicht mehr. Seine ganze Essenz ist weg. Ich brauche etwas Ruhe. Ich möchte mich etwas zurückziehen. Nicht so schnell. Erst stehst du mir Rede und Antwort. Hast du deinen Diener umgebracht, als du nach Falkenfels gereist bist? Sam, was soll das Ganze jetzt? Diese alten Geschichten interessieren doch niemanden mehr. Doch, denn dieser jemand war mein Vater. Du hast beide meiner Eltern umgebracht. Und? Kommt keine Antwort? Plötzlich so schweigsam. Ich denke nicht, dass ich dich von dieser Einsicht abbringen kann. In keinster Weise. Wenn das so ist, betrübt es mich sehr. Dir steht es jederzeit zu, mich zu verklagen, vor das Gericht zu zerren und jegliche Rechtsmittel gegen mich auszuschöpfen. Aber jetzt brauche ich noch mehr meine Ruhe. Und ich sollte wohl meinen Anwalt kontaktieren. Der eine ist bezwungen und die Welt kann aufatmen. Ein wahrer Teufel hat die Welt verlassen. Vielleicht bliebe dennoch einer übrig. Ich wünsche euch eine großartige Siegesfeier. Puh, selten so dicke Luft gerochen. Silberstern ist ein Mörder. Ach, das ist Artemis auch. Das heißt wohl, wir werden meinen Vater bei Familienfeiern nicht einladen? Romeo, bei deinem Humor kann man nicht lange böse sein. Aber wir werden deinen Vater sicher nicht einladen. Sakram ist sowieso die größte Spaßbremse. Dann lasst uns die Feierlichkeiten beginnen. Es gibt wirklich keinen Grund zu feiern. Aber es wird einen Abschied geben. Maschinen funktionieren einwandfrei? Zumindest die Tarnapparatur. Deine Essenz ist versiegelt. Und ich bin endlich wieder in meinem Körper. Sollen wir Silberstern über dein Überleben informieren? Nein. Die Bombe hätte mich beinahe meine Existenz gekostet. Sie hat Risse in meine Erinnerung geschlagen. Und hat das Schiff massiv beschädigt. Es wird eine Weile dauern, bis es wieder intakt ist. So lange müssen wir ausharren, aber wir sind in Sicherheit. Ich werde mich furchtbar rächen und diese Welt in Schutt und Asche legen. Was? Du willst uns verlassen? Und dann auch noch alleine? Ja, es ist nötig. Ich habe euch erklärt, warum. Ich muss meine Prüfungen durchführen. Aber der eine ist erledigt. Das ist er nicht, Romeo. Er spielt ein Charadespiel. Er maskiert seine Präsenz. Ich weiß es. Jede Hexe weiß es. Seine Saat lebt noch und das heißt, dass der eine noch lebt. Eine wirklich interessante Theorie. Wie um Himmels Willen kommst du hier rein? Ach, du? Jetzt erkenne ich dich. Jetzt erst? Ah... Soll ich mich jetzt geschmeichelt fühlen? Keine Ahnung. Früher warst du nicht so fett. Also bitte, ja? Ich bin immer noch ranki und schlanki. Du kennst ihn? Ich habe ihn vor ein paar Jahrhunderten getroffen. Jahrhunderte?
Wer bist du? Das ist nicht so wichtig. Ich bin nur hier, um meine Waren feilzubieten. Ah, was willst du uns wieder andrehen? Lass ihn. Er hat uns auf diese Insel geschickt. Wo auch immer er auftaucht, geschehen schicksalsträchtige Ereignisse. Was hast du im Angebot? Die Frage ist wohl eher, was er dafür will. Wir haben hier ein Präservativ. Damit verhindert man die Zeugung eines Kindes. Nicht dein Ernst. Doch, doch. Aber wenn ihr nicht wollt. Wenn ihr nur wüsstet, wie viele Probleme dadurch verhindert werden könnten, ja. Aber aufgrund der allgemeinen Entgeisterung. Wie wäre es mit einem Orb, der die Fähigkeit hat zu zeigen, ob der eine lebt oder nicht? Zeige uns doch den Orb. Ich würde ihn gerne mal in Augenschein nehmen. Das wäre nicht so clever. Ihr würdet anhand des Leuchtens deutlich erkennen, ob der eine lebt oder nicht. Das würde doch seinen Wert erheblich mindern. Was willst du dafür? Ich möchte von dir, Romeo Silberstern, einen Gefallen, den du nicht ablehnen darfst. Welchen Gefallen? Einen, den ich in Zukunft äußern werde. Ah, darauf lasse ich mich nicht ein. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass dieser Orb noch eine weitere Fähigkeit hat. Er zeigt nicht nur durch ein schwarzes äußeres Leuchten an, ob der eine besiegt ist oder nicht, sondern wenn man in den Orb direkt hineinblickt, zeigt ein weißes Leuchten, ob der eine im Moment vernichtet werden kann oder nicht. Welche Art von Gefallen wird es sein? Diese Ungeduld, nein, aber auch, und dieses Misstrauen. Aber keine Sorge. Keine Sorge, ich werde von dir sicher nicht verlangen, dass du mir deinen Reichtum überschreibst, jemanden umbringst oder mir deine Dame feilbietest. Nein. Werde genauer. Ich werde dich bitten, etwas zu tun, was direkt oder indirekt ein oder mehrere Leben verschont. Ich traue dir nicht. Zu Recht. Er ist ein Unsterblicher. Und keiner weiß genau, was er ist. Also das kann ich aufklären. Ich bin Albinadersinn, Händler fabulöser Waren und weit gereister Wanderer. Ich habe genug davon. Du kannst mir doch nicht einfach meinen Beutel aus der Hand reißen. Das kann ich doch, wie du siehst. Oh, ich bin sehr nachtragend. Was ist das hier? Ein Teddy? Oh, was man nicht alles so sammelt. Ein vergammelter Schuh? Hör auf damit, Artemis. Es ist ein magischer Beutel. Nun denn. Ich bin bereit, noch eine Weissagung zu meinem Angebot hinzuzufügen. Ich gehe drauf ein. Unter der Bedingung, dass das, was du von mir verlangst, kein Menschen schadet. Einverstanden. Die Weissagung. Wir warten. Am Tag der Apokalypse wirst du Freudensprünge machen, dein verbittertes Herz und deine vernarbte Seele lachen. Sie rufen dich Artemis, doch das ist dein wahrer Name nicht. War es auch nicht als kleiner Wicht. Das, was dir am liebsten ist und du verloren, hat das Ende der Welt auserkoren. Dein Ende kommt, Romeo, doch du wirst wahrlich ein neuer Silberstern sein und auch nicht sein. Denn dein Weg führt dich über die Wolken Mordens. Was soll das heißen? Alessia, deine Einsamkeit hat ein Ende gefunden. Und dennoch wirst du es sein, die denjenigen die Einsamkeit schenkt. Was soll das heißen? 3 Weissagungen für den Preis von einer. Ich denke, das ist ausreichend. Den Orb. Ihr habt die Kristallkugel. Sie leuchtet schwarz. Sehr stark. Verflucht. Der eine lebt also wirklich noch. Oh, wäre ja auch zu schön gewesen. Aber hey, du hast etwas von einem weißen Leuchten gesagt. Ich sehe es nicht. Das liegt daran, dass ihr den einen noch nicht vernichten könnt. Ja. Und damit verbeuge ich mich vor euch. Bis bald. Er ist weg. Hast du nichts zu sagen, Samantha? Doch. Es ist Zeit für unseren Abschied. Der eine kann nicht bezwungen werden, weil es keine Hexenkönigin gibt. Du willst doch nicht wirklich... Ich werde dich auf jeden Fall begleiten. Das kannst du nicht. Und das dürftest du nicht. Die Prüfungen muss jede Hexe alleine durchstehen.
Ihr werdet Lucretia und mich morgen absetzen. Dann trennen sich unsere Wege für eine Weile. Und was machen wir bis morgen? Gemeinsam die letzten Stunden verbringen, die uns bleiben.